Ja, herzlich willkommen bei Sinekure, der Sendung für den modernen Nörgler, kann man das so sagen? Würde ich auf jeden Fall als sehr passenden Titel sehen. Kyrill, es freut mich, dass du da bist. Mein Name ist Fran und wir beide werden ab nun jede Woche die Sachen kommentieren, die uns am Herzen liegen. Das geht von aktuellen tagespolitischen Dümmlichkeiten über weltpolitische Zusammenhänge bis hin zu, ja, wie soll man sagen, gegenwärtigen gesellschaftlichen Trends. Kann man das so zusammenfassen? Auf jeden Fall. Ich würde sagen, der Bogen geht von Lokalpolitik im kleinsten Rahmen bis hin zur großen internationalen Bühne, Ja. von Verrücktheiten bis lokaler Potentaten bis hin zu weltweiten Umwälzungen. Absolut. Breites Themenspektrum und was wir versuchen, ist natürlich Meinungen zu lancieren, auch aktiv zu lancieren, die im normalen tagespolitischen Diskurs nicht vorkommen oder unterbelichtet bleiben. Und wir werden uns bemühen, so wenig differenziert wie möglich zu sein. Oder? Und wie schon zu erkennen ist, wirst du, Fran, unseren akademisch-analytischen Part übernehmen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und ich werde in erster Linie dafür sorgen, dass möglichst radikale und nicht angepasste Positionen in unsere Diskussion eingebracht werden, Ja, die du das dann ist zerpflücken kannst. ja fantastisch. Das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung und das wird eigentlich auf die Zuhörer in jeder Sendung zukommen und wir wünschen viel Spaß. Viel Vergnügen. Ja, danke schön. Ja, lieber Kyrill, ich bin letzte Woche, und damit sind wir auch beim ersten Thema, übrigens, vielleicht gleich dazu, dadurch, dass ich ein bisschen älter bin als du, dadurch, dass ich ein bisschen älter bin als du, lanciere ich heute das erste Thema. Okay. Ja? Wir können das dann alternierend machen, aber heute fange ich an. Und das erste Thema, das mir extrem am Herzen liegt, ist ein Thema, das einen wunderschönen Namen hat, nämlich Klicktivismus. Kannst du damit was anfangen? Weißt du, Nein. was Klicktivismus ist? Ich würde mal behaupten, irgendwas mit Social Media. Absolut richtig. Irgendwas, mit dem man heute viel Geld verdienen kann. Genau, ganz genau. Also es geht um Folgendes. Ich hab letzte Woche einen wahnsinnig interessanten Artikel gelesen von einem Typ, der Moises Naim heißt. Und dieser Mann war in den 90er Jahren ein hohes Tier bei der Weltbank, war während seines Lebens auch Handelsminister in Venezuela, so wie ich das verstanden habe. Und der hat einen wunderschönen Artikel geschrieben für The Atlantic, wo er gemeint hat, diese ganzen neuen Protestformen, die sich über soziale Medien organisieren, das ist alles schön und gut, aber es bringt so wenig. Es bringt so wenig. Bringt Und überhaupt nichts. wenn es bringt überhaupt nichts. Und seine Analyse war, schaut's mal her, es ist natürlich super, wenn man sich in irgendeiner Weise organisiert und sich empört, 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 aber es wird folgenlos bleiben, solange es nicht gebunden wird an eine durchorganisierte Parteistruktur. Sag mal, was hältst du davon? Also prinzipiell finde ich jede Art von Protest, bei der nicht die Fensterscheiben klirren, einmal für komplett schwachsinnig. Ja. Ich meine, der Mann hat natürlich sehr, sehr recht. Unter welcher Regierung war er Handelsminister? Ich weiß es nicht. Okay. Also ich glaube nicht Chavez, aber ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Gott sei Dank. das ist ein Sozialdemokrat. Ja, Okay. also das. Nein, aber prinzipiell, ich meine, Klicktivismus, wie du das so schön genannt hast, ist natürlich etwas, was wie eine Seuche über uns geschwappt ist in den letzten Jahren. Das heißt, ich kann ja zu jedem noch so blöden Thema eine Kampagne starten, mich empören, sonst was. Ja. Aber das ist ja aus zwei Gründen so erfolgreich. Und ich glaube, der erste Grund ist natürlich, dass es unglaublich praktisch ist. Inwiefern praktisch? Es Also. ist praktisch, weil ich jetzt zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt, ich kann mich zum ersten Mal politisch oder sozial oder sonst wie betätigen, ohne auch nur irgendwas dafür tun zu müssen. Sondern ich klicke Man muss nur einfach auf, klicken, ja ja. genau, man muss nur klicken. Also Klicktivismus ganz einfach, ich muss nur draufklicken. Ja? Und schon ist man politisch aktiv. Das Genau. ist ja, das ist ja, das ist ja eigentlich der Richtig. Kerngedanke dieses Begriffs, ne? Genau. Und weil das Ganze natürlich auch noch auf sozialen Medien stattfindet, habe ich natürlich den Vorteil, dass sobald ich mich dafür irgendein politisches Thema ausspreche, alle meine Freunde sehen, wie toll und progressiv und politisch aktiv und engagiert ich doch nicht bin. Ja, Das ja, heißt, ja. ich hatte zum Beispiel meine Schwester hatte eine Freundin, die hatte während dieser Gezi-Park-Proteste
permanent irgendwas gepostet. Ja? Ja, ja, ja. Und wir haben alle schon gedacht, ja, ist das jetzt eine Türkin oder ist die jetzt da selber aktiv oder ist da irgendwer von der da unten und so? Nein, überhaupt nicht. Die hat uns einfach zugespammt die ganze Zeit mit diesem Gezi-Park-Blödsinn. Ja, 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 ja. Wo irgendwelche langhaarigen Leute, die rechtmäßige Regierung des Modernisierers Erdogan hier auf Zuruf von irgendwelchen ausländischen geheimen Kräften da zu destabilisieren versuchen. Ja? Und das ist ein tolles Beispiel diesen schwachsinnigen Kliktivismus gewesen. Wie gesagt, es ist unglaublich praktisch, da man kann ganz schnell politisch aktiv werden, aber, und das ist mein großer Punkt dabei, ist, dass Leute, dass du dadurch natürlich den Mainstream förderst. Ja? Inwiefern? Weil du natürlich keine politischen Meinungen mehr äußerst, die in deinem Freundeskreis vielleicht nicht so angebracht sind. Das heißt, zum Beispiel, angenommen, alle deine Freunde sind Jäger. Okay, ja. Und gehören rechtsnationalen Burschenschaften an. Also wie bei dir, oder was? So wie bei mir zum Beispiel. Okay. Ja, also ich bewege mich meistens nur im Umfeld rechtsnationaler Burschenschaften. Okay, gut. Und also alle meine Freunde sind Jäger, nicht das andere böse Wort. Ich würde mich zum Beispiel für afghanische Asylantinnen stark machen. Mhm. Hätte ich früher machen können, weil ich wäre einfach zur Demo gegangen und keiner meiner Freunde hätte von was mitbekommen und ich hätte so politisch aktiv sein können. Ja. Heute kann ich natürlich auf Facebook jetzt schwer die Seite der afghanischen Flüchtlings Das ist liken. Absolut. Ich meine, aber das ist ein guter Punkt, weil ich habe auch das Gefühl, dass diese Form von sozialem Protest, die sich vor allem in sozialen Netzwerken abspielt, ja eigentlich vor allem den Zweck hat, seine eigene politische Position darzustellen. Also es geht ja wirklich tatsächlich darum, dass man den anderen zeigt, wo man steht. Richtig. Nicht jetzt unbedingt, dass man dann aktiv wird, sondern dass man vor allem sagt, das bin ich als Person. Ich stehe für diese und diese und diese Sachen. Ich empöre mich über Thema 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Und das scheint mir der Hauptzweck dieser Art von politischem Aktivismus zu sein. Und korreliert meines Erachtens negativ mit tatsächlichem Engagement. Richtig. Also ich meine, die Leute sind wahnsinnig empört, posten, wie du sagst, unglaublich wutentbrannte Kommentare, aber daraus folgt überhaupt kein tatsächliches Engagement. Ich meine, man sieht es ja, es ist ja ganz easy, ja. Ich meine, man sieht es ja daran, wie wenig sich ja, sagen wir mal, Digital Natives, obwohl ich den Begriff... Ja, Entschuldigung. Ja, Social Media Berater. Ja, warte mal. Digital Natives, ja. Ich sage jetzt nicht, dass es... Ich belege den Begriff überhaupt nicht positiv, sondern sage einfach nur, okay, das sind Leute, die... Okay, ja. Was glaubst du, wer ich bin? Auf jeden Fall, diese Leute, die mit dem Internet aufgewachsen sind, engagieren sich ja in der Regel nicht bei Parteien. Richtig. So, aber sie machen genau diese Dinge. Und ich meine, das ist dann natürlich eine interessante Sache, weil man das Gefühl bekommt, man hat es mit einer unglaublich durchpolitisierten Generation zu tun, die aber de facto Politik im engen Sinne nicht betreiben will. Richtig. Ich glaube, es geht sogar noch weiter. Es ist ja nicht nur, dass man kein Interesse an tatsächlichen Veränderungen hat, sondern es wird ja nicht mal mehr ordentlich argumentiert, weil so ein Posting, das geht ja meistens nicht darüber hinaus, wie bleiben wir jetzt bei diesen Gezi-Park-Protesten, das geht ja meistens nicht darüber hinaus, boah, wie Org, der Böse sowieso, hin und her. Das heißt, ich bin ja nicht einmal mehr gezwungen, meine politische Position irgendwie zu argumentieren. Mhm. Das heißt, ich rede schon überhaupt nicht davon von jemandem, der sich jetzt ganz aktiv politisch betätigen, was ändern möchte, im Sinne, sagen wir, in einem parlamentarisch-demokratischen System zu kandidieren oder ein Volksbegehren zu starten oder sonst irgendwas zu machen. Volksbegehren sind ja, das ist ja was sehr ähnliches. Ja, das ist die analoge Form davon. Aber das bedingt ja auch schon, dass du mal zum Standesamt gehen musst oder zum Bezirksamt gehen musst. Ja? Mhm. Das ist schon mal eine weitere Form, aber die Minimalversion wäre ja, wenn ich eine politische Meinung habe, dass ich imstande bin, genau zu erklären oder zumindest in ein paar Sätzen zu erklären, warum ich zu dieser Meinung komme. Ja. Und das ist ja schon viel mehr Arbeit, als einfach zu schreiben,
weg mit dem Diktator. Ja, oder, ja, klar. Oder nein, um ein aktuelles österreichisches Beispiel zu nehmen, Hypo. Räumt den Hypo-Sauhaufen aus. Oder wie der Herr Düringer, unser neuer Prophet, der verkündet, das ist ja super einfach. Wir liken einfach auf Facebook, ja, die Bundesregierung ist ein Haufen Vollwappler und hat uns einen Hyposumpf gebracht. Und ich muss es überhaupt nicht erklären, warum die aktuelle Lösungsrichtung oder warum der aktuelle Vorschlag oder der aktuelle Plan, das zu lösen, warum der falsch ist und was ich lieber sonst machen würde. Richtig, ja. Das würde ich ja zum Beispiel bei einem Stammtischgespräch, also wenn wir jetzt über was diskutieren, muss ich ja erklären, warum ich der Meinung bin, dass es so ist. Auf Facebook sage ich einfach, oh, scheiß Regierung. Naja gut, aber du kannst ja auf Facebook ja auch eine Diskussion starten. Ja, aber wenn man sich die meisten... Die ist extrem verkürzt. Ja, ja. Also, ich meine, das ist vergleichsweise schwierig. Ja? Gut, aber ich meine, das Argument kann ja nicht sein, dass man sagt, früher waren die Leute bereit oder fähig oder hatten die Zeit, sich ernsthaft mit Politik auseinanderzusetzen und heute ist das nicht der Fall. Das glaube ich nämlich gar nicht. Ich glaube nicht, dass es früher viel besser war. Also es ist, glaube ich, nicht so, dass früher die Leute politisch engagierter waren. Ich glaube, was heute passiert, ist ja, dass sie politisches Engagement mimen. Richtig. Ich glaube, man darf auf gar keinen Fall jetzt sagen, diese neuen Medien, das ist alles ein Schwachsinn und das politische Bewusstsein der jungen Leute tendiert gegen null, weil wir diese neuen Medien haben. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, es geht auch um etwas anderes. Wir haben seit einigen Jahren noch bei, ich sag mal so, der gebildeten Mittelschicht oder denen, die sich dafür halten, den Trend, dass Konsum etwas nicht ganz so Gutes ist, gerade wenn es um Marken geht und so weiter. Das heißt, ich habe ja... Was dann aber durch politisch korrekten Konsum ersetzt wird. Ich habe es aber immer schwerer, mich sozusagen abzugrenzen und überhaupt soziales Kapital anzusammeln. Und ich glaube, dass diese politische Beteiligung oder dieses politische Pseudo-Engagement ja nichts anderes ist als eine Möglichkeit, sich selber, wie du richtig sagst, auch irgendwie darzustellen. Das ist einfach, ganz ehrlich, meiner Ansicht nach ist ein Like für eine Hypo-Petition ist heute nichts anderes, als wenn ich mir vor 10 Jahren Converse-Schuhe gekauft habe. Oder sagen wir 25. Oder 25, ja, ich glaube, ja. Okay, ja. Ich meine, das Ding ist, dieser Autor, dieser Naim, meint, okay, das große Problem ist, Empörung ist eigentlich eine gute Sache, politisches Engagement ist eine gute Sache, politisches Denken ist eine wichtige Sache, aber die Form, die wir heute haben, ist eine Form von Empörungskultur, die nicht gekoppelt ist an eine Parteiorganisation. Er sagt jetzt überhaupt nicht, an welche Partei man das koppeln soll, sondern er sagt einfach nur, du musst Protest, wenn er wirklich wirksam werden soll, musst du ihn kanalisieren in eine Organisation, die imstande ist, ihn aufrechtzuerhalten und ihn tatsächlich für das politische Tagesgeschäft zu nutzen, weil, wenn man das nicht macht, verpufft der Protest und sein Beispiel ist Occupy. Mhm. Occupy Wall Street. Ja. Ja? Und ich finde, das ist eine gute Analyse. Er meint, ein politisches Engagement ohne Parteiinfrastruktur ist wie ein Auto ohne Räder. Und es stimmt. Die Frage ist nur, haben die Leute, die heute, sagen wir mal, sich bei Occupy Wall Street engagiert haben, müsste man ja fast schon sagen, wollen die überhaupt Parteien gründen? Meine Mutmaßung ist, sie wollen das ja gar nicht. Nein, ich glaube, da bringst du einen guten Punkt. Gerade diese Occupy Wall Street und Mutbürger, Wutbürger, wie sie alle nicht heißen, ich glaube, wenn man die meisten dann fragt, was wollt ihr denn eigentlich? Ja, was soll denn passieren? Ja. Dann gibt's da sehr wenig Antworten. Und da rede ich jetzt noch gar nicht, davon, dass man jetzt einen konkreten Lösungsvorschlag macht. Wir sind gegen die Banken, also schlagen wir jetzt eine Neuordnung des Bankensystems vor. Ja. Und die soll genau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funktionieren. Mhm. Ich rede davon, dass zum Beispiel die Frage ist, okay, das System soll sich ändern. Es darf nicht mehr so weitergehen. Ja, ja. Wir laufen gegen die Wand. Bla, bla, bla. Mhm. Die Frage ist nur, okay, ihr wollt eine Änderung. Wie soll die sein? Soll es neue Parteien im Parlament geben, die eine neue Politik verfolgen? Was wäre diese neue Politik? Was ist mit den anderen Leuten, die die alten Parteien weiterwählen? Mhm. Wollen wir die alle erschießen und nach Syrien schicken? In der Reihenfolge, in der umgekehrten. Mhm. Wie soll so eine Änderung überhaupt aussehen? Also ich glaube, dass die meisten Leute da überhaupt keine Vorstellung haben und
Dieser Klicktivismus gibt ihnen die Möglichkeit, ohne jegliche Vorstellung auch aktiv zu werden. Ja. Sobald du analog politisch aktiv wirst, ja, bist du gezwungen, deine Position ja irgendwie zu erklären. Ja. Und Occupy Wall Street ist zwar analog, ja, sie besetzen da irgendwas, aber sie verweigern sich auch jede Art von Dialog. Weil meine Frage wäre, angenommen, wir haben jetzt ein Anti-Banken-Camp irgendwo, mhm, und wir sind jetzt gegen die Banken und gegen das Bankensystem, und dann kommt irgend so ein Bankmagnat, in Österreich, irgendein Herr Dreichel daher mit der Desi am Arm und will mit denen diskutieren. Ja, was wird denn da überhaupt geredet? Was erwartet man sich dann von dem? Will man, dass der jetzt sagt, ja, wir machen jetzt eine Non-Profit-Bank draus, oder wie funktioniert das? Und ich glaube, dass die meisten Leute überhaupt nicht drüber nachdenken und auch nicht drüber nachdenken wollen, weil es ihnen ja prinzipiell eigentlich sogar ziemlich egal ist, weil das jetzige System ja nicht so schlecht ist, wie wir es halt darstellen. Und daher reduziert sich dieses politische Engagement, das Pseudo-Engagement, einfach zu einer Möglichkeit, sich selbst einfach in einem tollen, intellektuellen, teilweise aktiven, engagierten, ja, Licht darzustellen. Warum ist es so, dass diese Form von Protest, ob sie jetzt legitim ist oder nicht, das ist ja eine ganz andere Frage, ob man damit politisch übereinstimmt oder nicht, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Aber warum wird aus dieser Form von Empörung keine Partei? Ich meine, ein Analytiker aus den 50er Jahren würde doch das als erstes monieren, oder? Die Leute würden doch als erstes sagen, hey, in Österreich des Jahres 2014 scheinen die Leute mit dem politischen System echt nicht zufrieden zu sein. Warum gründen sie denn keine Partei? Wir sind doch eine Demokratie, warum tun das die Leute nicht? Ja, also ich würde sagen, sie tun es ja teilweise. Es gab ja Ansätze von Unzufriedenen, interessanterweise halt meistens eher aus der rechtsbürgerlichen Ecke. Okay. Also nennen sich zwar jetzt nicht so, aber wenn du dir anschaust, Hans-Peter Martin, Dinkhauser, egal was die für eine Politik vertreten, aber in Wirklichkeit die Anhänger, das sind klassische bürgerliche Leute, die halt ein bisschen einander Waffel haben. Ja. Und da werden halt dann solche Parteien gegründet und die verschwinden ja genauso schnell wieder, wie sie gegründet wurden, eben genau aus dem einen Grund, weil die Wut auf das System der kleinste gemeinsame Nenner ist. Ja. Und für eine Partei reicht es eben nicht, langfristig gegen etwas zu sein, ja, sondern du brauchst auch an, wie auch immer, und das muss jetzt nicht toll ausformuliert sein, aber du brauchst irgendeine Art von Gegenvorstellung. Wie soll die Welt funktionieren, wenn wir an der Macht sind? Richtig, ja. Und egal, was man etablierten Parteien, selbst Protestparteien, selbst populistischen Parteien vorwerfen möge, sie haben eine Vorstellung. Die FPÖ hat eine klare Vorstellung, wie die Welt funktioniert, wenn die FPÖ an der Macht ist. Naja. Unterbewusst eine klare Vorstellung. Ja. Alle Ausländer in Zug und nach Hause. Aber schon bei der Frage, wollt ihr den Euro abschaffen, fangen sie an zu lavieren. Und das sind, bei ihren Lieblingsthemen EU. Ja. Also ich meine, wenn du einen FPÖ-Politiker fragst, soll Österreich aus der EU austreten, wird er sagen, ja, es nicht. Ich glaube, das ist schon wieder eine weitere Ebene. Ja. Ich denke sozusagen von einer Grundidee. Ja. Sozusagen eine links-linke Partei hat das Grundidee, dass wir uns alle lieb haben und den Kommunismus leben. Eine rechte Partei hat das Grundidee, dass wir alle Ausländer nach Hause schicken. Ja. Das würde ich so sehen. Und das Problem ist eben bei diesen Startup-Parteien, wie sie jetzt heißen mögen, ob sie jetzt Liste Dinkhauser, ob sie jetzt Hans-Peter Martin heißen, ob sie jetzt Neos heißen, da ist einfach, ja, wir sind mit dem, was jetzt ist, nicht zufrieden und wollen es bitte besser haben. Ja. Und deshalb bin ich der Meinung, dass die eben keine langfristige Überlebenschance haben, ja, weil sie eben eine analoge Version des Online-Protests sind, ja, wo sich eben Leute zusammenfinden, die aus verschiedensten Gründen da mitmachen, und allerspätestens in dem Moment, in dem sie in irgendeine Art von Verantwortung bekommen, zerfällt das Ganze, weil die Leute einfach, weil den Leuten dann das Feindbild plötzlich abhanden kommt, ja, weil sie sich auf Positionen festlegen müssen, die nichts mit dem ursprünglichen Thema zu tun haben. Gerade diese ganzen One-Issue-Parteien, ja? Hans-Peter Martin, ja, wir sind gegen die EU. Gut, jetzt bist du im EU-Parlament und musst darüber abstimmen, ob die Landwirtschaftsförderung für Polen erhöht oder gesenkt werden soll. Aber da sozusagen wird die Diskussion wirklich ein bisschen kompliziert, weil man hat es offenbar es schon immer wieder geschafft, Protest
in Parteien zu kanalisieren. Also man kann jetzt nicht sagen, dass diese generelle Unzufriedenheit mit dem politischen System sich ausschließlich darin erschöpfen würde, dass Leute Camps vor Banken aufstellen. So ist es ja nicht. Es werden tatsächlich Parteien gegründet, die Protest versuchen zu kanalisieren. Und jetzt könnte man zwei Fragen daraus entwickeln oder man kann in zwei Richtungen argumentieren. Die eine Frage ist, was du schon nämlich angesprochen hast und sehr interessant ist, warum gelingt das zumindest in Mitteleuropa oder Westeuropa eher bürgerlichen oder konservativen Parteien als Linken? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, warum scheitern auch diese Parteien, auch diese Protestparteien, die sich aus so einer dumpf empfundenen Empörung heraus gründen, warum etablieren sie sich nicht? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja? Vielleicht können wir einfach mit dem ersten beginnen. Ja. Also du hast gemeint, es sind vor allem bürgerliche Parteien, die, ich meine, Österreich ist ein klassisches Beispiel, die den Protest bündeln. Damit sind wir, by the way, schon ziemlich weit weg vom Thema Klicktivismus. Ja. Aber trotzdem, sag mal. Ich glaube, vereinfacht gesagt, weil die Linken das einfach nicht auf die Reihe bringen. Naja, okay, das ist eine ideologische. Ja, prinzipiell, weil aus bürgerlicher Sicht die Themenvielfalt etwas beschränkter ist und weil du auf der bürgerlichen Seite weniger Leute hast, die jetzt stramm ideologisch argumentieren. Sobald du irgendwas Linkes machst, kommen sofort Schulstreitigkeiten, ja. Genau, kommen sofort aus irgendwelchen Ecken irgendwelche Radikalos daher, die dann anfangen, über irgendeine basisdemokratischen Vierlefanz abzustimmen zu wollen. Und auf der anderen Seite hat man dann Leute, die, weiß nicht, Anti-Imperialisten sind und mit Stalinismus sympathisieren, also ja. Total konträre Haltungen. Es gibt ja diese Frage zur Währungspolitik, da gab es ja diesen einen lustigen Professor, die also ein neues Währungsgeldsystem machen wollten, besprechen wollten, und das ist sofort abgedriftet in eine Israel ist böse Diskussion. Oh, ja. Das heißt, das Problem ist, dass das linke Spektrum hat einfach viel zu viel ideologisch aufgeladene Leute, was jetzt nicht prinzipiell was Negatives ist, aber da kommen einfach aus ganz vielen Ecken, wenn du siehst es bei dem Burschenschaft der Ballprotest, da kommen dann ganz seltsame Leute hervor, ja. Und die machen es de facto unmöglich, dass man eine Gut, aber seltsame Leute hat man doch auf der Rechten. Ich meine, auf der Rechten hast du den klassischen, weiß nicht, Banker, Anwalt, bürgerlich-konservativen, du hast rechtsradikale Leute, du hast überzeugte Katholiken, du hast Leute, die sehr sympathisieren mit linken Sachen, nur dann halt mit katholischem Vorzeichen. Also du hast ja auf der rechten Seite eine unglaubliche Bandbreite von Positionen und auch sehr viele Spinner. Ja, aber Leute auf der rechten Seite sind eher bereit, zumindest zeitweise den Mund zu halten und das zu tun, was der Chef sagt. Ich glaube, es ist eine Mentalitätssache. Ja, ich glaube, es ist eine Mentalitätssache. Ich glaube, die Rechten sehen sich zumindest. Ja, wobei wenn wir rechts reden, dann rede ich von liberal bis ganz rechts. Ja. Ja. Das ist ja genau das, was ich meine. Das ist auch eine wahnsinnig viele Position. Ja, das heißt, und diese Leute sind eher bereit, sie sehen sich selber als ordentlich. Als ordentlich im Sinne von gut organisiert. Und wenn du einen Parteitag von so oder ein Treffen von so einer Initiative siehst, dann ist sicher alles schön aufgeräumt designt und es gibt Kaffee und Kuchen nachher. Ja? Ja. Und bei den Linken setzen wir uns alle in den Sitzkreis und diskutieren zumindest. Naja, das sind jetzt okay, ich meine, okay, das Klischee ist jetzt nicht ganz falsch, aber es ist. Ich sag mal so, ich stelle es natürlich überspitzt dar, aber ich glaube, das ist eine Mentalitätssache. Mhm. Ich glaube, wenn ein Fritz Dinkhauser im Heiligen Land Tirol sagt, ja, jetzt tun wir ordentlich allen eins reinwischen, dann gibt es ein paar, die folgen dem Fritz und der macht das schon und dann machen wir jetzt mal mit, bis die erste Enttäuschung kommt. Das ist dann zur zweiten Frage. Ja. Mhm. Aber ich glaube, dass einfach auf der linken Seite diese Organisationsfähigkeit viel geringer ist, aus dem paradoxen Grund, weil sie sich viel lieber organisieren. Da gibt es viel mehr Leute, die sehr viel Erfahrung haben mit so, wie gründe ich irgendeine kleine Splittergruppe und so weiter. Und ich glaube, dass daher das auf der rechten Seite besser funktioniert, plus Finanzierung.
Okay, ja gut, das ist das klassische Argument. Ja, das, wie gesagt, ich halte das Finanzierungsargument für nicht entscheidend. Also das Finanzierungsargument wäre einfach das Argument, auf der rechten Seite ist mehr Kohle. Genau, auf der rechten Seite ist mehr Kohle. Das ist zwar ein Hauptargument, das ich mir gedacht habe, ich halte es nicht für das wichtigste Argument, aber es ist ein Punkt. Auf der rechten Seite ist einfach mehr Kohle. Es findet sich immer irgendein wahnsinniger Unternehmer, selbst wenn es noch so verrückt ist, die Ansicht nehmen, wir sind zwar bei der europäisch-österreichischen Politik, aber theoretisch in den USA schaust, da findet sich natürlich immer jemand, der was Rechtes finanziert. Aber auch bei uns, eine konservative bürgerliche oder bürgerlich-liberale Partei wird sicher viel leichter Finanziers finden als eine linke Gruppierung, die Wirtschaftspolitik komplett verändern möchte. Ich glaube, dahinter steckt aber noch eine Sache. Ich glaube, dahinter steckt auch vielleicht eine breitere, vielleicht ideologische Bewegung, die es den Rechten einfacher macht. Und ich meine konkret diese Vorstellung davon, wie eigentlich ein Gemeinwesen idealerweise funktionieren soll. Da gibt es ja auf der konservativen Seite ja schon einfach die Vorstellung, okay, wir installieren freie Märkte, wir installieren parlamentarische Demokratien, wir installieren einen funktionierenden Rechtsstaat, der beides unterstützen soll. Ja? So, Freihandel, offene Märkte, funktionierende parlamentarische Demokratie, Checks and Balances. Ja, das klassische liberale Programm. Und auf der linken Seite gab es sowas natürlich auch bis 1989. Und ich habe das Gefühl, dass es eigentlich zu diesem, sagen wir mal, zu dieser linken Vorstellung, wie die ideale Welt funktionieren soll, ich glaube, das ist der Linken sehr, sehr weit abhanden gekommen. Aber ich glaube, eins kommt noch dazu, dass rechte oder bürgerliche Protestbewegungen prinzipiell eher davon ausgehen, oder nur davon ausgehen, wir müssen einfach nur die richtigen Leute an die Macht bringen. Und das System an sich müssen wir nicht mehr so viel ändern. Wir brauchen ehrlichere Manager, wir brauchen fähigere Politiker, wir brauchen fleißigere Beamte, aber wir wollen den Kapitalismus überhaupt nicht abschaffen. Das passt schon so. Wir brauchen bessere Kontrolleure und so weiter. Und bei den Linken geht es nicht nur um die Personen, sondern heißt, ja, wir müssen das gesamte System reformieren. Ja. Das heißt, die Frage nach der Umsetzung stellt sich viel früher. Ja. Bei einem Team Stronach zum Beispiel heißt es, wenn der Stronach Bundeskanzler ist, dann ist alles gut. Weil wir die besseren, fähigeren, ehrlicheren Leute mit Werten an der Spitze haben. Bei den Linken wird das deshalb nicht funktionieren, weil die linke Bewegung sagen müsste, wir wollen ein anderes System, das so und so funktioniert. Und da stellt sich diese Umsetzungsfrage, die Inhaltefrage, schon viel früher in dem ganzen Prozess. Gut, aber das ist natürlich ein Wehwehchen der europäischen und sagen wir mal nordamerikanischen oder westlichen Linken. In Lateinamerika funktionieren linke Policies ja auch sehr, sehr stark messianisch. Ja. Also ich meine, aber gut, sagen wir mal, wir bleiben im Westen. Ja? Da hat man, also gebe ich dir vollkommen recht, also dass man da sozusagen viel auf der Systemebene versucht zu denken und genau da sehr, sehr bald einfach in Situationen kommt, wo man nicht mehr weiß, wie. Ich meine, die klassische Vorstellung, die eine linke Utopie zu einer konkreten Politik gemacht hat, war, dass man gesagt hat, verstaatlichte Schlüsselindustrien, knallharte Umverteilung von reich zu arm, starke Bürokratien, möglichst wenig Ungleichheit, bla 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 bla. Und dass halt einfach all diese Sachen, also konkret die konkreten wirtschaftspolitischen Maßnahmen ja wirklich sehr oft gescheitert sind. Stimmt, das hat eigentlich noch nie funktioniert. Kann man natürlich über den Neoliberalismus sagen, ist ja vollkommen klar, ja. Aber der Punkt ist, dass einfach diese Blaupausen, die man hat, haben sich viel, viel eindeutiger als falsch erwiesen, als sagen wir mal jetzt liberale Policies, wo man sagt, natürlich hat das Nebenfolgen, natürlich hat die Öffnung der Märkte Nebenfolgen, aber schaut euch ja mal an, was wir erreicht haben mit der Öffnung der Märkte. Wir haben 400 Millionen Chinesen dazu verholfen, in die Mittelschicht aufzusteigen. Wir haben in China keine Hungersnöte mehr, wegen Märkten, wegen offenen Grenzen, wegen Freihandel.
Wir haben zum ersten Mal einen europäischen Kontinent, der so gut wie durchdemokratisiert ist. Wir haben von ein paar Ausnahmen, Weißrussland zum Beispiel, abgesehen. Oh, oh, oh. Ja, okay, aber sagen wir mal so, natürlich kann man monieren, okay, Liberalisierung ist fürchterlich für diejenigen, die ihre Jobs verlieren, aber es ist für einen Liberalen immer viel einfacher zu sagen, naja, es hat aber auch so viele gute Seiten. Wie gesagt, stimmt schon. Also ich glaube, das unterstreicht auch nur das, als Linker, wenn ich eine linke Protestbewegung mache, ja, die jetzt über ganz platten Linkspopulismus osteuropäischen Zustands hinausgeht, ja, dann bin ich gezwungen, mir mehr zu überlegen. Dann kommen plötzlich Leute, die da mitreden und ganz seltsame Ideen einbringen. Und dann endet die Diskussion meistens an der Ostküste. Gut, aber ich meine, okay. Es gibt natürlich dieses Phänomen, dass man bei der Linken Leute hat, die komische Ideen haben. Aber auch wenn es um normale Ideen geht, hat man es ja sehr, sehr schwer. Sagen wir mal, man steht auf einen starken Sozialstaat. Mhm. Ja? Sagen wir mal, man steht auf eine nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik. Man steht auf Interventionismus. Man steht auf staatliche Industrien. Dann stellt sich für einen nicht Verrückten, sondern ganz normalen Linken die Frage, wie kriegt man das hin auf europäischer Ebene? Also was bedeutet es eigentlich, einen, sagen wir mal, europäischen Sozialstaat zu installieren mit einheitlichen Standards? Ich meine, wie viel einfacher ist es für den Neoliberalen zu sagen, öffnen wir die Grenzen, dann nivelliert sich das halt einfach aus. Das ist... Ich meine, es setzt da an, wo du vorher irgendwie angesetzt hast, was du gemeint hast, es stellt sich bei der Linken viel, viel früher die konkrete Umsetzungsfrage. Mhm. Ich möchte vielleicht aus dem heraus zurückkommen auf unsere ursprüngliche Ausgangsfrage, dem Klicktivismus und politischen Aktivismus im Netz. Mach mal. Ich glaube, das ist auch ein interessanter Punkt, dass diese ganzen Sachen, für die sich die Leute engagieren, neuerdings als ursprünglich linke Themen gestartet sind. Mhm. Und jetzt aber immer mehr gerne von rechten, bürgerlichen und liberalen Gruppen eingenommen. Das sieht man auch bei diesem Netzprotest. Also wenn du jetzt ansiehst, die Hypo-Frage zum Beispiel, ja, ein eigentlich, da geht es gegen Banken und Mauscheleien, eigentlich ein linkes Kernthema, wird jetzt sehr, sehr stark übernommen von allen möglichen bürgerlichen und Mittelschichtsplattformen und so weiter. Ja, ja. Und das ist ja das auch, was dieser Protest im Netz natürlich macht. Der ermöglicht es, ein Thema, das aus einem komplett anderen politischen Spektrum kommt, als dein eigenes, zu deinem eigenen zu machen, weil ich eben überhaupt nicht weiter denken muss. Also zum Beispiel, ich kann als normaler bürgerlicher kleinen Mittelbetriebsunternehmen und so weiter, kann ich mich super toll einem Anti-Banken-Protest anschließen. Das ist überhaupt nicht unvereinbar mit meiner Selbstdarstellung. Ja. Und das ermöglicht mir aber dieser Protest online, weil ich mir sozusagen da aussuchen kann, ja, welche Positionen passen zu mir, die sind gut verpackt, dass eigentlich, ich sag mal so, dass das, was sich ja eigentlich zum Beispiel die Bankengegner wünschen, in Wirklichkeit zu einer kompletten Änderung unseres Wirtschaftssystems führen würde, ja, hin zu einem sehr, 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 sehr linken Wirtschaftssystem. Darüber denken ja 99% der Leute, die das unterstützen, überhaupt nicht nach. Ja. Obwohl ich das natürlich wünschenswert fände persönlich, aber in Wirklichkeit, glaube ich, wenn du 9 von 10 Leuten fragst, die irgendwas gegen Bankerboni haben, ja, und sie fragst, wie das Ganze eigentlich funktionieren soll, ja, dass du einer bestimmten Berufsgruppe einen Gehaltsdeckel obendrauf legst, ja, was ja eigentlich Kommunismus pur ist. Also nicht gedachter oder theoretischer, sondern Realsozialismus ist in Wirklichkeit. Ja, ja. Das interessiert die Leute überhaupt nicht. Und das macht dieser Netzprotest. Dadurch kann ich über diesen Klicktivismus kann ich als rechte Gruppierung, ja, mir, was ja sehr populär geworden ist in den letzten Jahren, kann ich mir linke Positionen aneignen und damit erfolgreich Politik machen. Aber diese Politik äußert sich natürlich nicht in konkreten natürlich Maßnahmen, nicht. Nein, sondern es ist eine reine Rhetorik. Richtig. Ja. Aber ich meine, schau dir mal an, wenn du dir sagen, die wirtschaftspolitischen Aussagen der FPÖ der letzten 3 Jahre ansiehst
Und wenn du wirklich nur die wirtschaftspolitischen Aussagen rannimmst, dann glaubst du, dass du es mit einer linksmarxistischen Bewegung zu tun hast. Gut, aber das hat sich ja immer gut vereinen lassen. Ich meine, letztendlich hat man es ja mit isolationistischen Vorstellungen zu tun, die auf linker und auf rechter Seite ja ihre Vertreter haben. Ne? Also ich meine, in einem Fall denkt man dann halt an den Nationalstaat, in dem anderen Fall denkt man vielleicht an die Europäische Union, aber in beiden Fällen geht es darum, dass man den Märkten Einhalt gebietet. Das kannst du rechts und links ausdrücken. Rechts kannst du es völkisch und nationalistisch und ethnisch und kulturell ausdrücken und auf der linken Seite kannst du es ausdrücken als Abwehrmaßnahme gegen den globalen Finanzkapitalismus. Ich glaube, das, was du meinst, ist dieses Ausdrücken durch die eigene ideologische Grundlage, das ist etwas Älteres. Ja, ja, das hat mit Netzpolitik wenig zu tun. Das ist so wie die rechten Ökologen, ja, wunderbar. Ja, klar, unsere heilige deutsche Erde darf nicht zerseucht werden durch Chemikalien. Mhm. Was ich eher meine, ist diese völlig nonchalante Übernahme von diesen Positionen. Ich habe zum Beispiel jetzt gestern mir das Wahlwerbevideo von Otmar Karas reingezogen. Okay. Ja, das besteht aus, glaube ich, 3 oder 4 Punkten, wo er also sagt, was so seine größten Momente im EU-Parlament waren, so der beste und der schlechteste Moment und so weiter. Und einer dieser Momente, den er da explizit nennt, ist, wie sie eben verhandelt haben über diese Bankenaufsicht und wie sie es geschafft haben, die Bankerboni zu begrenzen. Mhm. Ich meine, da stellst du doch eigentlich die Haare auf. Ja? Da ist ein bürgerlicher Politiker, marktliberaler Politiker, und zwar jetzt kein Populist eigentlich, weil ich meine, der Otmar Karas ist alles, aber sicher kein Populist und sicher nicht jemand, der eine charismatische Führerfigur ist, dass der jetzt sich das auf die Fahnen heftet, dass es unter seiner Mitwirkung gelungen ist, die Bankerboni zu begrenzen. Mhm. Nochmal, die Begrenzung der Bankerboni ist eine, wenn man sie zu Ende denkt, zutiefst realsozialistische Maßnahme. Ja, ja. Da wird einer Berufsgruppe, so gut ich es auch finde, und meiner Ansicht nach gehören die Banker alle nach Sibirien, ja? Aber so gut ich das auch finde, aber zu Ende gedacht, ist das eine Maßnahme, mit der in privatwirtschaftliche Verhältnisse eingegriffen wird, und das ist real existierender Sozialismus. Und was hat das deines Erachtens mit Netzaktivismus zu tun? Das verstehe ich noch nicht. Meines Erachtens hat das damit zu tun, dass ich mit über Netzaktivismus politische Themen lancieren kann, die sich gut anhören. Ich kann sie einer breiten Masse bekannt machen und sie einer breiten Masse aufdrücken, ohne sie auch nur in irgendeiner Weise endgültig diskutieren zu müssen. Ist das was Neues? Ich meine, werden politische Themen, also gesetzt den Fall, man hat eine Massendemokratie. Funktioniert, ich meine, keine Ahnung, hat die österreichische Politik der 60er Jahre anders funktioniert? Ja, aber nein, hat nicht anders funktioniert, nur der große Unterschied ist der, dass ich mir heute als politische Kraftbewegung oder sonst was Themen aussuchen kann, die überhaupt nicht zu mir passen, und die suche ich mir nur aus, weil sie gerade aktuell sind und gut klingen. Das heißt, ich bin imstande, Themen aufzugreifen, einfach nur zu Wahlzwecken, die ich überhaupt noch nie real verfolgen werde. Ja. Einfach nur, weil sie gut klingen. Sprich, ich kann als marktliberaler, konservativ-bürgerlicher ÖVPler, kann ich gegen Bankerboni auftreten. Ganz tolle Sache. Das könnte ich analog nie im Leben. Ja. Und ich kann dafür Unterstützer finden, die mir das Ganze noch abkaufen. Wobei das wahrscheinlich daran liegt, dass die Leute, die sich von sowas beeindrucken lassen, ja auch selber, sagen wir mal so, ideologisch nicht besonders festgelegt sind, oder? Weil ich meine, jemand, der ganz klar auf der linken Seite ist, wird das dem Otmar Karas nie abkaufen, dass der jetzt gegen Banker vorgeht. Nein, natürlich nicht. Der wird das als ganz genau das dekonstruieren, was es ist. Nein, natürlich ja? nicht. Aber vice versa auf der linken Seite. Aber der Vorteil, den ich natürlich dadurch habe, als ein Otmar Karas zum Beispiel, ist es, dass ich mich auf dieser Flanke unangreifbar machen kann. Aus dem Büttel des Kapitals wird plötzlich jemand, der für die Bürger eintritt. Und das ziemlich billig. Gut. Ja, ich meine, die interessante Frage ist, wie verändert das politische System? Also wie verändert diese Art von Protest und diese Art von Aufgreifen von populären Themen? Ich meine, was macht das mit Parteien? Was macht das mit dem politischen System? Ich glaube, dass die Parteien
Auch wenn wir jetzt sehr lange darüber gesprochen haben, wie die das nutzen können oder wie die das nutzen, ich glaube, dass sie da eine immer geringere Rolle spielen. Ich glaube, das größte Problem an diesem Netzaktivismus ist, und das haben wir gerade bei der Ukraine-Krise gesehen, wie einfach das alles manipulierbar ist. Ja. Das ist eines der Hauptprobleme, weil es ja sehr visuell abläuft. Darf ich da nur einen ganz kurzen Einwurf machen? In diesem Artikel von diesem Naim-Typen gibt es ein wunderschönes Beispiel über die Manipulation von Netzaktivismus. Der meint, ein dänischer Professor hat ein Experiment gemacht und hat gemeint, er hat einfach auf Facebook eine Seite gestartet gegen das Abmontieren einer Statue in einem populären Park in Kopenhagen. Diese Statue hätte niemals abmontiert werden sollen. Niemand hat das geplant. Das war nicht politische Policy. Und innerhalb von wenigen Wochen 30.000 Unterstützer. Köstlich. Also gut. Köstlich. Aber gut, ich meine, damit wären wir beim Manipulationsthema, bitte. Ja, also, ich denke, wie gesagt, wir haben jetzt sehr lange diskutiert darüber, wie das Ganze politisch zu werten ist, ja. Ich glaube immer noch, dass diese Frage in erster Linie eigentlich eine psychologische, eine Markenfrage fast schon ist. Mhm. Ich glaube, dass dieser Online-Protest auch natürlich zu einem kleinen Teil politisch ist, aber zum überwiegenden Großteil einfach und schlicht und ergreifend zu dem, was du am Anfang gesagt hast, nämlich sich selbst als engagiert, intellektuell, kritisch darzustellen, und das ist etwas, das sind alles Eigenschaften, die heute immer mehr gefragt sind. Gefragt genauso wie du am Handy, oder? Ja, genau, ja, richtig, okay. Richtig. Ich muss das hier mal ausschalten da. Und wie gesagt, ich denke, dass es einfach schlicht und ergreifend darum geht, man kann sich zu bestimmten Themen positionieren, man kann zeigen, dass man, wobei es überhaupt, glaube ich, gar nicht geht, ob man dafür oder dagegen ist, sondern es geht einfach darum zu zeigen, ja, ich denke darüber nach und ich habe dazu eine Meinung. Ja, ich meine, was mich, sagen wir mal, ein bisschen pessimistisch stimmt, ist, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass diese Form von dargestellter Empörung, diese Form von Protest, der ins Nichts läuft, eben überhaupt nicht dazu führt, dass sich die Leute tatsächlich in irgendeiner Weise engagieren. Es ist unglaublich einfach zu protestieren, man muss nichts weitermachen. Und ich meine, ich finde das schon sehr, sehr bedenklich, dass einfach die Leute im gleichen Atemzug dir sagen werden, bäh, aber Parteien, nein, engagieren mich jetzt irgendwie tatsächlich mit irgendwelchen Leuten in irgendeinem Kammerl zu diskutieren, was jetzt beim nächsten Aufmarsch geschrien werden soll und wie die Finanzen der Partei stehen, das ist alles fad und bäh und altbacken. Das ist ja das große Problem dabei. Das große Problem ist ja, dass die Leute das Gefühl bekommen oder dass die Leute für sich selber das Gefühl haben, wahnsinnig engagiert zu sein, unglaublich kritisch zu sein. Weißt du, das ganze Netz durchforsten nach neuen Skandalen und was Grauenhaftes gerade in der Türkei passiert oder in Syrien oder wo auch immer, aber dass es überhaupt nicht übersetzt wird in irgendeine Form von tatsächlich ablaufendem politischem Engagement. Und ich meine, das ist, wozu führt das? Das führt zu einem politischen System, in dem die Leute, die sich eigentlich engagieren sollten, überhaupt nicht engagieren. Und ich meine, dadurch entsteht natürlich halt eine politische Landschaft, die ausschließlich aus Apparatschiks besteht. Richtig. Ich meine, ist das nicht so eine self-fulfilling prophecy-Sache am Ende? Also ich glaube ganz klar, wenn du nicht mehr, also wenn du die Illusion von politischer Aktivität hast, dann hast du damit deine Bürgerpflicht erfüllt. Für dich selber. Das heißt, du hast es nicht mehr notwendig, etwas anderes zu machen, weil du hast dich ja schon dagegen ausgesprochen. Und wie gesagt, und die Parteien sind ja ein weiteres, die Parteien sind ja bekanntlich keine Lösung, sondern Teil des Problems. Mhm. Das heißt, wir zeigen einmal, dass wir dagegen sind. Und das ist dieses gleiche Problem wie eben Occupy Wall Street. Wenn ich nicht weitersprechen möchte, Wenn ich es dabei belasse zu sagen, ich bin dagegen, dann gebe ich automatisch auch jegliche konstruktive Arbeit aus der Hand.
warum wollen sich die Leute Parteiarbeit nicht antun, wenn sie so genervt sind vom jetzigen Zustand? Warum machen sie diesen zweiten Schritt nicht? Ich glaube, weil man ihnen erfolgreich eingeredet hat oder weil sie sich erfolgreich einreden, dass eben Parteien, nicht die Parteien, die wir jetzt haben, sondern das System an sich, und das besteht nun mal aus organisierten Parteien, das Problem ist. Ja. Und du wirst es ja sehen, du siehst es ja auch, dass alle Bewegungen, Parteien, die sich ja tatsächlich gegründet haben, um zu einer Wahl anzutreten, ja alle extrem bemüht sind darum, zu betonen, dass sie keine Parteien sind oder keine klassischen Parteien sind. Wir sind eine Bewegung. Eine junge, falsche Bewegung. Genau, wir sind etwas Neues. Wir haben etwas ganz anderes und so weiter. Das ist ja so, als würde man sagen, Kapitalismus ist schlecht, Unternehmen sind schlecht und daher, wenn ich ein Unternehmen gründe, gründe ich das nicht mehr als GmbH, KG oder sonst irgendwas, weil ja die Form des Unternehmens per se böse ist. Daher gründe ich kein Unternehmen mehr, sondern ich mache jetzt irgendwas, keine Ahnung, ich mache nur noch Vereine. Ja, ja. Das heißt, ich glaube, das Instrument Partei ist inzwischen so negativ besetzt, ja, dass die Leute einfach prinzipiell sagen, ich möchte mit diesem altbackenen, verstaubten Instrument überhaupt nichts mehr zu tun haben. Aber ist das nur eine erfolgreiche Gehirnwäsche von wem auch immer? Ich glaube, es steckt dahinter noch eine viel, viel weitgehendere Transformation. Ich meine, der ursprüngliche Grund, einer Partei beizutreten, und dafür sind die klassischen Beispiele Großbritannien und USA als die ältesten funktionierenden modernen Demokratien, der eigentliche Grund, einer Partei beizutreten, ist, dass du Patronagenetzwerke für dich nutzen kannst. Also dieses Beitreten einer Partei aus rein ideologischen Gründen hat ja eigentlich immer nur Intellektuelle angesprochen. Die Massenparteien, die großen Parteien, wie sie entstanden sind, sind entstanden dadurch, dass man ganz konkrete Vorteile sich erwarten konnte durch den Beitritt und durch das Engagement bei einer Partei. So, und ich glaube, dass es aus strukturellen Gründen heute nicht mehr möglich ist, diese Vorteile aus einer Parteimitgliedschaft zu ziehen. Das heißt, du musst viel für die Partei machen, aber kann dir die SPÖ eine Wohnung heute verchecken? Nein, kann sie nicht. Das entscheidet nicht die SPÖ, sondern das entscheidet der Staat. Kannst du leichter ein Business eröffnen, wenn du Mitglied der ÖVP bist? Nein, das entscheidet nämlich nicht mehr die ÖVP, sondern das Gewerbeamt. Und das ist das große Problem, dass eigentlich diese klassischen Gründe, einer Partei beizutreten, und die sind nicht ideologischer Art, sondern ganz, ganz klassisch utilitaristischer Art, Kosten-Nutzen-Kalküle. Die Leute treten Parteien bei, weil sie konkret was dafür bekommen. Und das können sie heute nicht mehr, weil die Parteien so heute nicht mehr über den Staat verfügen. Das heißt, die Parteien werden zu rein ideologischen Konstrukten, und da denken sich die Leute, naja, wozu sollte ich das machen? Ich klicke halt irgendwas, ich like irgendeine Form von Protest, oder ich sympathisiere halt mit irgendeiner Überschrift, aber was bringt dir der Beitritt einer Partei? Doch nur Scherereien. Die Wochenenden gehen drauf, aber einen Job kriegst du natürlich nicht. Ein paar wenige Menschen, die Ochsentour durch die Partei machen, die kriegen Jobs durch die Partei. Aber das sind wenige, wenige Menschen, deren ganzes Leben aus Politik besteht. Aber der normale Hackler, der normale kleine Bauer, der normale kleine Unternehmer, ja, die alle haben von Parteimitgliedschaften direkt nichts mehr. Also, ich glaube, das ist der Grund, warum die Leute sich heute davon... Ich stimme dir komplett zu, was das betrifft, dass du heutzutage ganz andere Forschung hast, wenn du zu einer Partei gehst. Dass heutzutage keiner mehr eine Partei braucht, um solche Basisbedürfnisse zu befriedigen. Aber, großes Aber, schau dir mal an die neu gegründeten Parteien in Österreich. Nennen wir sie Dinkhauser, Hans-Peter Martin, Stronach und Neos. Da hast du genau diesen Effekt noch. Weil das ja neue Parteien sind, das heißt, da sind wenig Leute dabei. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit oder die Chance, dass es dich in ein Amt spült, ist dort noch gegeben.
Weil bei einer SPÖ mit 10.000... Ich rede nicht von Ämtern. In jeder Partei kannst du in Ämter gelangen, ja, wenn du lange genug dabei bist. Nein, ich rede es nicht nur, also nicht nur von Ämtern an sich, aber zum Beispiel nimm meine Lieblingspartei, die Neos. Ja. Wenn ich kurz wieder mit meinem Neos-Bashing beginnen darf. Die Neos ist eine Partei... Ja, das Bashing sei hiermit eröffnet. Bitte, leg. Danke, meine 5 Minuten. Also schau, die Neos sind eine Partei, die zu 99% aus Social-Media-Beratern, Unternehmensberatern und Grafikdesignern und Werbeberatern bestehen. Ja, so. Okay. Diese Leute sind auf einem harten Markt tätig, da ist immer, da sind die Margen klein, die Auftragslage schwach, weil die gehören zum Speckgürtel der Wirtschaft, das heißt, geht es der Wirtschaft nicht so besonders, hat sie auch kein Geld zum Rausschmeißen für solche unnötigen Berufe. So, diese Partei ist eine neue Partei mit wenig Leuten, das heißt, ich habe einen sehr schnellen Zugang zur Parteispitze, ich habe einen Zugang zu Machtstrukturen und was erwarten sich diese Leute davon, von der Beteiligung dort? Ganz ehrlich, die meisten sagen, wir wollen ein Veränderungssystem. Glaube ich euch nicht. Passend zu deiner Analyse, dass Leute einer Partei beitreten, und ich glaube, das ist heute genauso, wie es damals war. Also die paar, die heute zu einer Partei gehen, gehen aus genau den gleichen Argumenten zu einer Partei, wie man in den 50er Jahren der SPÖ beigetreten ist. Damals war es die Gemeindewohnung, die man haben wollte. Mhm. Heute will der Grafiker den Auftrag, dass die neue Facebook-Seite zuerst von der Partei und dann vielleicht vom Lebensministerium zu designen, wenn die Neos das Lebensministerium übernommen haben. Und ich glaube, dass das der einzige Grund ist, warum sie Leute engagieren, weil wenn du dir anschaust, was du dort an arbeitslosen PR-Beratern hast, also von der Chefdesignerin bis hin zum Generalsekretär, sind das alle Leute, die irgendwie schlecht führenden laufenden Agenturen hatten. Ich möchte jetzt niemandem Konkretes unterstellen, aber das ist nun mal so in der Branche. Ja? Das heißt, das sind alles Leute, die sich davon ganz konkret was erhoffen. Okay. Und ich glaube, wie gesagt, dieser Anteil an Überzeugungstätern, den gibt es natürlich immer überall. Ja. Das sind die ganz Verrückten. Ja, natürlich. Das sind die ganz Verrückten, die ja, also zum Beispiel bei einem Hans-Peter Martin und Linkhauser, die halt dann die Probleme machen. Aber ich glaube eben, weil wir vorher darüber gesprochen haben, warum diese neuen Parteien so schnell zerfallen dann, viel wichtiger noch als die Diskussion, wo man sich dann inhaltlich nicht mehr einig ist, ist der Punkt, wenn die ersten Ämter da sind, wenn die ersten Pfründe da sind, können natürlich nicht alle was davon haben. Das ist klar, ja. Hans-Peter Martin ist, die Liste Hans-Peter Martin ist als Insolvenzparlament gekommen, daran zerfallen, dass man sich dann gestritten hat, wer den zweiten Listenplatz bekommt. Ja. Ja? Bei der Liste Dinkhauser ging es um Posten im Landtag. Ja. Bei Stronach ging es von der Gründung an ausschließlich um Posten. Das heißt, die Parteien zerfallen in dem Moment, weil sie eben diese Postenvergabe nicht institutionalisiert haben, so wie die großen Parteien ganz das genau. lange haben. Das heißt, ganz die genau. großen Parteien, da gibt es die gleichen Konflikte, aber die werden eben aufgefangen, dadurch, dass du Gremien hast und zwar bis zur untersten Sprengelebene. Ja, und dass du Versorgungsposten hast. Richtig. Also, dass du früher oder später die Leute abschieben kannst. Das ist übrigens ein Grund dafür, warum die Grünen so eine überaltete Partei sind. Weil die Leute, die dort in den 70er Jahren angefangen haben, du kannst sie nicht woanders hinschieben, so wie du einen SPÖler dann auf die wohin auch immer hinschieben kannst. Wohnbauamt. Zum Beispiel, ja. Aber egal, das funktioniert bei den Grünen nicht und das funktioniert auch bei den Parteien nicht. Eben, aber das ist zum Beispiel genau mein Argument, warum es die Neos aufzahlen wird in kürzester Zeit, weil eben nur ein Grafiker den Auftrag kriegen kann, die Broschüre XYZ zu designen und es halt nur eine Facebook-Seite gibt vom Bundeskanzleramt, wenn der Strolz dann dort ist, weil die kann halt nur einer machen. Ja. Und spätestens dann sind aber, wenn das einer macht, sind halt dann vier andere Social-Media-Berater sauer, weil sie den Auftrag nicht bekommen haben. Die Argumente, die man von neuen Parteien hört, sind ja immer, ja, natürlich macht ihr uns jetzt voll schlecht. Natürlich werden wir zugekleistert mit Argumenten im Sinne von, es wird euch bald nicht geben. Aber wieso? Bei den Grünen hat es doch auch funktioniert. Warum können die Neos nicht die neuen Grünen sein? Das sind doch dann die Argumente, die kommen im Sinne von, naja, heißt das, es gibt neben ÖVP und SPÖ oder neben CDU und den deutschen Sozialdemokraten prinzipiell keinen Platz mehr für neue Spieler? Ich meine, die würden ja immer sagen, warum? Warum? Die Grünen waren doch ein neuer Spieler und es gibt sie seit fast 40 Jahren. Warum sollte die Neos nicht auch in 40 Jahren gehen? Also die Grünen würde ich sehr ungern mit den Neos an sich vergleichen, obwohl sie heute sicher sich die Zielgruppe total teilen oder zu einem großen Teil teilen. Man darf nicht vergessen, die Leute, die heute bei den Grünen aktiv sind, immer noch, wie du gesagt hast, überaltete Partei, sind halt Leute, die aus einem analogen Protest heraus entstanden sind, der halt ganz anders zusammenschweißt, wo auch ganz andere
wo man sich auch ganz anders verdient machen kann noch einmal rum. Ja? Der Typ, keine Ahnung, irgendein Typ, der in der Au verprügelt worden ist von den Polizisten, der hat halt ein Standing in der Partei, dass er die nächsten 10 Jahre, weil der ist die nächsten 10 Jahre lang der Hubert, der von der Polizei verbauscht wurde. Ja. Und mit diesem Standing kannst du schon was machen. Das ist, ich glaube, da sind ganz andere Dynamiken dabei in so einer Partei. Okay. Natürlich gibt es Parteien auch neue, die das dann länger, die dann länger existieren. Ich glaube aber, wie gesagt, dass das, was wir in Österreich zumindest gesehen haben einmal, das sind eben einfach sehr kurzlebige Elemente, wo du sagst, es ist nicht ausgeschlossen, dass die auch länger existieren, allerdings nur dann, wenn sie sich komplett verändern. Wenn sie an die Macht kommen oder wenn sie nicht an die Macht kommen, wenn sie zu einer Systempartei werden, wenn sie zu einer Systemoppositionspartei werden, in dem Moment verändern sie sich aber komplett. Und so in der Struktur, wie sie jetzt sind, nämlich die nette, lustige oder auch die nette, verbissene, wenn man den Stroh nachher nimmt, Wutbürger und wir machen alles anders Partei, so etwas ist einfach nicht nachhaltig. Es sei denn, es gibt eine politische Basis wie bei den Grünen. Genau, es sei denn, es gibt eine politische Basis. Und du darfst auch eines nicht vergessen, die Grünen werden ja von einer, natürlich nicht mehr von vielen Leuten geteilten, aber doch von einer klaren ideologischen Grundlage zusammengehalten. Das ist sogar schon im Namen drinnen. Die Grünen sind, auch wenn sie es überhaupt nicht mehr im Vordergrund steht, aber sie sind eine ökologische Partei. Und wenn ich für die Umwelt bin, ist zwar heute von allen Parteien aufgenommen, aber die Grünen sind die Partei, die für die Umwelt ist. Das heißt, die haben eine Grundlage, auf der sie arbeiten können. Und das hat zum Beispiel, was ist die Fritz-Dinghauser-Partei, bitte? Ja, aufräumen. Ja, oder die räumen oder, auf. Oder sagen wir in einem Satz, wofür die Neos stehen. Was sind die Neos? Die Neos sind für mich eine neoliberale Partei. So nehme ich sie wahr. Ja, aber wie würden Sie sich selber darstellen? Steuern runter, Regulationen runter. Ja, aber dafür kannst du keine Wahlen gewinnen. Die Neos gewinnen ja nicht die Wahlen, indem sie sich hinstellen, obwohl sie natürlich eine neoliberale Sauber an der Sondergleichen sind. Aber die Neos gewinnen ja keine Wahlen damit, dass sie sagen, Steuern runter, Regulatorien weg und Bankerboni rauf. obwohl sie genau das wollen. Ja. Aber die Neos gewinnen ja damit keine Wahlen, sondern die Neos gewinnen... Empowering the mighty. Genau, ja, aber die Neos gewinnen eben die Wahlen, weil sie überhaupt momentan keine ideologische Grundlage haben und die auch nicht brauchen, weil sie eben komplett eine Klicktivistenpartei sind. Mhm. Und die Grünen sind halt natürlich limitiert, weil sie sagen, wir sind die Partei, die für die Umwelt ist. So wie die ÖVP die Partei ist für die Unternehmer, die gerne in die Kirche gehen oder eins von beiden sind. Die Roten sind die Partei, die für kostenlose Gemeindewohnungen stehen. Die Freiheitlichen sind die Partei, die für Ausländer raussteht. Das ist alles ganz klar. Auch wenn es jetzt überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmt. Okay, bei den Freiheitlichen ist was anderes, aber wenn es mit der Realität nicht übereinstimmt, Ist das zumindest das, woran man sich festmachen kann? Ja. Ich würde in dem Zusammenhang, kann man vielleicht sogar dem Hans-Peter Martin zugestehen, dass man ihn daran festmachen kann, ja, er ist der Aufräumer in Brüssel, auch wenn das natürlich auch inzwischen komplett überholt ist. Aber bei den anderen Parteien, ganz ehrlich, du kannst einen Stronach, einen Neos, einen Dinkhauser, wie sie auch alle heißen mögen, du kannst ja nichts festmachen. Ja. Und ich glaube, wenn diese Identifikation fehlt, wird schwierig, weil dann bist du nämlich wirklich nur noch diese Klientelpartei. Ja. Wenn der Klicktivismus wegfällt. Ja, na klar. Und na der klar. fällt spätestens dann weg, wenn du Regierungsverantwortung übernehmen musst. Das stimmt. Und dann das hast stimmt. du ein Problem. Das stimmt. Und in diesem Sinne denke ich, dass Klicktivismus, wenn er von Parteien genutzt wird, eine gute Möglichkeit ist, schnell nach oben zu kommen. Aber in keinster Weise, weil das Maximum, was man von seinen Followern und Freunden und Unterstützern verlangen kann, ist, dass sie, wenn sie schon zur Wahl gehen, dass sie dann diese Partei wählen. Ja. Aber mehr ist dann nicht dahinter. Hm. Und langfristig... Richtig, langfristig ist ein gutes Stichwort. Was heißt das langfristig? Also was heißt es langfristig, wenn man einen Protest hat, der sich in zur Schau gestellter Empörung erschöpft? Protestparteien, die kurzlebig sind, immer wieder mal 5-10% bekommen und ein, zwei Legislaturperioden da sind und dann weg. Was heißt das für ein politisches System? Ich würde es ganz einfach zusammenfassen. Das heißt, wir haben eben alle paar Jahre neue Parteien. Wir haben eine unglaublich
eine sich permanent verändernde politische Landschaft. Ja. Mit einigen wenigen Fixpunkten, die halt dann so 10% Parteien sind, die es immer gibt. Ja. Mhm. Also die Christdemokratische und die Pensionistenpartei. Ja. Und einem unglaublich starken Beamtentum, das permanent mit Ministern konfrontiert ist, die keine Ahnung von der Materie haben. Ja. Und in Wirklichkeit würde ich auch so die sehen. Komplette Macht im Land übernimmt. Würde ich auch so sehen. Also ich trotz aller Unkenrufe, die die Gegenwart vor allem als neoliberales Zeitalter beschreiben, würde ich ja eher dazu neigen zu sagen, ja, also ich meine, so ein politisches System führt natürlich zu einer unglaublich starken Beamtenschaft. Zu einer unglaublich starken Bürokratie, weil das Einzige ist, dass da noch ein Fixpunkt bleibt. Also es fällt sozusagen dieser Punkt weg, dass die Parteien sich des bürokratischen Apparats bemächtigen. Und obwohl das in der Regel ja etwas ist, das skandalisierbar ist, also dass man sagt, oh, die Parteien greifen in den Staat ein, aber das ist halt ein wahnsinnig wichtiger Mechanismus. Es ist wahnsinnig wichtig, dass Parteien in irgendeiner Weise lange genug da sind, um die Verwaltung mit generellen Zielen zu konfrontieren. Richtig. Und das fällt dann weg. Das hast du überhaupt nicht mehr, weil ja auch sämtliche Forderungen, oder wenn du die meisten dieser Klicktivisten-Forderungen ansiehst, sind das alles sehr oberflächliche Dinge. Das heißt, tiefgreifende Veränderungen, die ja eigentlich aus dieser aus dem System, aus der Tiefe des Systems herauskommen würden, die hast du da gar nicht. Und wie gesagt, wenn du solche Parteien hast, die eben nur noch auf Facebook-Likes hin regieren, dann hast du eben das Problem, die bleiben ein, zwei Legislaturperioden, dann sind sie wieder weg, dann kommen die neuen, da ändert sich immer das gesamte politische Personal und es bleiben eigentlich zwei Sachen. Ich habe vorhin noch eins vergessen. Es bleiben die Beamten, die einfach 30 Jahre im Ministerium sind oder in der Behörde sind und einfach ganz genau das machen, was sie wollen. Und wenn der neue Minister kommt, dann schreiben sie einfach den Titel um. Ja. Und, was wir seit sicher 15 Jahren in Österreich oder ganz Europa haben, wir haben eine Diktatur der Kabinettschefs. Mhm. Wir haben eine neue politische Klasse, die jetzt keine Beamtenklasse, aber die reicht sozusagen von Medien, PR-Beratern, Journalisten bis hin zu Kabinettschefs, die de facto austauschbar sind, die sich vielleicht gerade noch an ein ungefähres politisches Spektrum halten. Das heißt, ja, das sind Leute, die mal bei der ÖVP sind, mal bei den Neos sind, vielleicht mal irgendwann noch bei den Freiheitlichen sind und dann Leute, die halt zwischen Grün, Rot und wem auch immer hin und her pendeln. Ja. Aber diese politischen Profis, das ist de facto alles, was man in Österreich auf Twitter findet. Journalisten plus Kabinettschefs, okay, und Pressesprecher. Das ist eigentlich das, was bleibt, was zu wechseln ist. Was man also zum Beispiel am Beispiel meiner geliebten Neos ganz besonders gut sieht, politisches Personal, ja, zweite Reihe übernommen 1:1, das sind Kabinettsmitarbeiter von der ÖVP. Oder halt von anderen Organisationen. Und ich glaube, das sind die zwei Elemente, die bleiben. Beamte und Kabinettsmitarbeiter und Pressesprecher. Und okay, das sind die Leute, die eigentlich zukünftig, nämlich fernab jeglicher Öffentlichkeit, die wirklichen Fragen entscheiden. Ich meine, das führt doch eigentlich zu einer wirklich lustigen, paradoxen Situation, dass eigentlich ein politisches System, das sich so stark Reform auf die Fahnen schreibt und mit diesem Reformeifer immer wieder neue Parteien entstehen lässt, also quasi gegen Verkrustung und die Verkrustung aufbricht, de facto zu einem unglaublich verkrusteten und fast reformwiderständigen System führt, weil es überhaupt keine starken Parteien gibt, die in irgendeiner Weise imstande wären, den Verwaltungsapparat zu zähmen. Also führt das nicht dazu? Also es führt ja zu einem ultrakonservativen System, richtig, obwohl es auf den ersten Blick ein wahnsinnig dynamisches sich dauernd veränderndes politisches System ist. Richtig. Willst du das, den Verwaltungsapparat reformieren, brauchst du in Wirklichkeit eine Partei, die mit Unterbrechungen 30 Jahre an der Macht ist und die imstande ist, auch ihre eigenen Leute in der Verwaltung installiert, eben über die viel gescholtene Freundelwirtschaft. Ja. Dadurch hast du dann direkten Eingriff in die Ministerien, der natürlich auch zu Negativen genutzt werden kann, aber der in erster Linie sicherstellt, dass da Leute sind, die eben für oder aufgrund dieser Parteien arbeiten. Interessant wird es natürlich auch dann, wenn es zu einer personellen Überschneidung kommt zwischen Politikern und Beamten.
Personen mit viel Tagesfreizeit, das sind eigentlich größtenteils Beamte, die sich für politische Tätigkeit freistellen lassen können. Ja. Ja, und die natürlich dann auch eine Doppelrolle spielen. Mhm. Ja, da hast du Sektionschefs, die sich freistellen lassen und so weiter und dann irgendwie sich engagieren irgendwo. Und wie gesagt, ich glaube wirklich, dass du durch eine schnelle Abfolge von Parteien, durch eine kurze Halbwertszeit von Parteien, durch auch eine kurze Halbwertszeit von Themen, ja, dass du einfach zu einer Situation kommst, wo ein Land, eine Verwaltung für die Politik unregierbar wird. Ja, also weil, so italienische Zustände oder was? Nein, nicht italienische Zustände, aber das hat der Gerhard Schröder mal gesagt. Der hat mal zu Deutschland gesagt, dieses Land ist so groß, das regiert sich fast von selbst. Mhm. Und ich glaube, das ist eine sehr schöne Aussage. Es braucht überhaupt keine Politik mehr, weil die Strukturen da sind, die funktionieren ganz von selber. Und solange der Status quo erhalten werden soll oder halt minimale Reaktionen auf internationale Vorgänge oder wirtschaftliche Entwicklungen passieren, das schaffen die Beamten noch alleine. Mhm. Und das, was wir dann haben, was wir dann Politik nennen, ist eigentlich nur noch das Gleiche, was Kliktivismus ist, nämlich einfach eine nette Freizeitbeschäftigung. Eine nette Freizeitbeschäftigung, ja. Die aber auch so hochgetunt werden kann, im Sinne von eben permanenter, sehr radikaler Empörung, aber die eben also vollkommen folgenlos verpufft. Richtig. Ja. Richtig. Okay. Ich meine, das Interessante daran ist ja, was man Leuten raten sollte, die in irgendeiner Weise Interesse an radikalen Veränderungen haben. Eigentlich aus allem, was wir bisher gesagt haben, folgt ja, Leute, wenn ihr wirklich was verändern wollt, dann geht in die etablierten Parteien. Richtig. Geht in die etablierten Parteien, versucht dort Gegenstimmungen zu erzeugen und versucht dort über politische Kanäle so weit draufzukommen, dass man eure Stimme nicht nur hört, sondern dass diese Stimme auch tatsächlich im Tagesgeschäft relevant wird. Nicht neue Parteien gründen. Nicht klicken, sondern in die bestehenden Parteien gehen und sie verändern, wenn sie einem nicht so passen, wie man sie gerne hätte, oder? Ich meine, also wär das der Ratschlag? Ich glaube, das wär ein sehr guter Ratschlag. Mhm. Und ich glaube, was wünschenswert wäre für eine politische Szene in Österreich, wäre, dass die Parteien auch, und das könnte eben passieren, wenn solche Leute in diese Parteien gehen, auch etwas diversifizierter werden. Sprich, dass wir ein bisschen so ein amerikanisches System haben, wo es ja nicht eine demokratische Partei gibt. Ja, sondern sieben. Ja. Es gibt nicht eine republikanische Partei, sondern das reicht de facto von der Tea Party bis zu Michael Bloomberg. Ja. Ich hoffe, Bloomberg ist Republikaner, sonst habe ich mich gerade lächerlich gemacht. Nee, ich glaube, er ist Republikaner, ja. Also das reicht ja von der Tea Party bis zu Bloomberg. Und ich glaube, das würde durchaus auch den Österreich, das wäre auch in Österreich durchaus möglich. Und es wäre eine Möglichkeit, vor allem diese lang existierenden Strukturen gut zu nutzen. Und wenn du wirklich Protest machen möchtest, dann ist das die beste und effektivste Form, es innerhalb so einer Partei zu machen. Mhm. Wenn du wirklich gegen die Politik von Erdogan bist, dann musst du in die ÖVP gehen und versuchen, die außenpolitische Linie der ÖVP zu verändern. Ja. Und ich glaube, dass es einfacher ist, als es aussieht. Weil die etablierten Parteien ja auch unglaubliche Nachwuchsprobleme richtig haben. Richtig. Also ich meine, die lechzen ja danach, dass jemand kommt und Zetteln verteilt. Richtig. Und vielleicht sollte auch den Aktivisten gesagt werden oder den zukünftigen Aktivisten gesagt werden, dass für sie was dabei rausspringt. Also Posten und Freunde. Ja, und natürlich, klar, also halt soziale Netzwerke, das muss man schon noch sagen. Also soziale Netzwerke im eigentlichen Sinn, nicht in diesem technologisch reduzierten Sinn, sondern im Sinne von Bekanntschaftsnetzwerke. Richtig. Also ich glaube, wir können die ganze Diskussion gut zusammenfassen mit hört auf, Bilder von Protesten zu liken, tut euch das an, geht in etablierte, verstaubte Parteien, nehmt den Staubwedel mit, ja, steigt auf und werdet reich und mächtig. Richtig. Kyrill, vielen, vielen Dank. Mein Thema war das jetzt. Was hast du denn heute vorbereitet? Was magst du heute noch besprechen? Ja, liebe Fran, du weißt, ich interessiere mich ja in erster Linie für die Abgründe der osteuropäischen Politik. Ja, Dito, bitte. Und das ist ja auch eines deiner Lieblingsthemen. Und ich glaube, wir kommen natürlich nicht dran vorbei, uns diese Woche ein bisschen zu unterhalten über Ungarn. Ja. Über die ungarische Politik. Ungarn, ein Land,
der Menschen mit dem Minderwertigkeitskomplex. Ja. Ein Ungarn. Kann man überhaupt ja. für viele Länder sagen. Ja, ja, nein, wir. Außer vielleicht für Frankreich. Ja, also Ungarn ist halt so wie die meisten osteuropäischen und südosteuropäischen Länder ein Staat, der irgendwann einmal in der Geschichte drei Viertel des Gebiets von Osteuropa eingenommen hat und das natürlich unglaublich darunter leidet. Dass es zu einem Kleinstaat reduziert wird. Dass es zu einem Kleinstaat mit einer maroden Wirtschaft und eigentlich keiner Kultur und gar nichts reduziert wurde. Entschuldigung, das mit der Kultur war gemein. Ja, wir hatten letzten Sonntag die Wahl in Ungarn. Wir hatten ein neues Wahlgesetz. Ja. Dieses Wahlgesetz führt dazu, dass man mit 40 oder bisschen über 40% der Stimmen eine Zweidrittelmehrheit im Parlament bekommt. Mhm. Super Sache. Also wie gesagt, Viktor Orban hat hier natürlich eine ganz tolle, ein ganz tolles System installiert. Was mich jetzt viel mehr interessiert, abgesehen von dieser typischen Empörung, Gottes Willen, er ist ja kein Demokrat, das sind die wenigsten da im Osten, ist eher die Frage seiner Wirtschaftspolitik. Viktor Orban hat oder verdankt einen Großteil seines Erfolgs der Tatsache, dass er einfach ausländische Konzerne zu einem absoluten Feindbild erklärt hat. Mhm. Und wir leben ja in einer Zeit, wo sich auch viele österreichische Politiker oder europäische Politiker darauf ausreden, ja, wir können ja gar nichts machen, was den internationalen Märkten nicht gefällt. Ja. Sprich, man kann eigentlich heutzutage gar keine nationale Wirtschaftspolitik mehr machen. Es wird sowieso alles in Brüssel eigentlich überhaupt international entschieden, an den Börsen entschieden. Du kannst heutzutage keine Wirtschaftspolitik gegen internationale Trends machen. Ich bin der Meinung und ich bin gespannt, was du dazu sagst, Fran, dass Viktor Orban und seine Fidesz mit ihrer Verstaatlichungspolitik, also sie haben beispielsweise gesagt, dass gewisse Sektoren einfach vom Staat wieder übernommen werden, dass gewisse Sektoren, beispielsweise Stromunternehmen, keinen Gewinn mehr machen dürfen, oder das bereiten sie gerade vor, haben einfach damit gezeigt, dass ihnen internationale Abkommen oder halt eine europäische Wirtschaftspolitik oder Regeln ja. von Europa schnurzpiepegal sind und haben es einfach geändert. Richtig. Etwas, wovon wir eigentlich immer sagen, dass es nicht möglich ist. Naja, ja, stimmt, das wird so gesagt. Und ich glaube, es ist bei Ungarn noch zu früh, um beurteilen zu können, ob das wirklich ein erfolgreicher Kurs ist. Dass man es machen kann, ist eine Sache. Welche Auswirkungen das hat, ist eine ganz andere. Also, ich meine, Orban vollkommen richtig zeigt, dass man Schritte setzen kann, wo man normalerweise als politischer Kommentator sagen müsste, um Gottes Willen. Ja? Also quasi schon venezolanische ja. Verhältnisse. Aber ich meine, bringt das dem Land was? Ich meine, das ist die Frage. Ja, die Frage ist, also was wir auf jeden Fall beantworten können, kann man so erfolgreich Politik machen? Das ist ganz klar. Ja, ja, man kann mit Wahlen gewinnen. Man kann mit Wahlen gewinnen. Und zwar nicht nur eine Wahl, sondern der Viktor Orban hat ja schon die erste Wahl gewonnen mit einer Zweidrittelmehrheit, ja. als er das noch vorgeschlagen hat. Jetzt ja. hat er das gemacht. Er hat wieder die Zweidrittelmehrheit, hat zwar 8% verloren. Tatsache ist, er hat wieder die Zweidrittelmehrheit. Gut. So, Wahlen kann man gewinnen. Die Frage ist, warum lässt man ihm das durchgehen? Eigentlich, das Paradoxe ist ja, dass Viktor Orban in Wirklichkeit einfach eine zutiefst linke Politik fährt. Er verstaatlicht wieder. Ja. ja. Viktor Orban, der große Kommunisten- und Sozialistenfresser, der am liebsten wieder so eine Art Horthy-Regime installieren würde, macht eigentlich genau das, was der ungarische Kommunismus gemacht hat: Verstaatlichen. Ja, ja klar. Verstaatlichen und fixe Preise festlegen ja. und ganz stark intervenieren. So, die Frage ist ja, warum tut keiner was? Ob das gut oder schlecht endet am Ende des Tages? Ich würde sagen, es wird ganz, ganz schlecht enden. Vermutlich, ja. Weil damit natürlich die viel gelobten Investoren vergrault werden und die Meinung, die Orban vertritt, ist, dass wir im Infrastrukturbereich keine ausländischen Investoren brauchen, was meiner Meinung nach Blödsinn ist, weil da einfach sehr, sehr hohe Investitionen sind. In den Infrastrukturbereich ist eigentlich nichts anderes als eine Möglichkeit, Geld sicher anzulegen, weil du hast fixe Einnahmen und das ist einfach eine Möglichkeit, ausländisches Kapital ins Land zu bringen. Ja. So, wenn das jetzt langfristig nicht mehr der Fall ist, dann wirst du irgendwann mal keine neuen Kraftwerke mehr bauen ja. können, irgendwann keine neuen Wasserwerke mehr bauen können. Ja. Dann musst du sie selber zahlen, das Geld fehlt im Budget, das Geld fehlt fürs Wirtschaftswachstum ja. und dann wird innerhalb der nächsten 10 Jahre das Ding irgendwann mal krachen.
plus diese Verstaatlichungspläne, die Orban hat, sind ja Verstaatlichungspläne, die, und da würde ich dir nicht zustimmen, ich glaube, da geht es nicht um sozialistische Politik, der macht keine sozialistische Politik. Was der macht, wie im Übrigen viele Regimes, die tatsächlich mit roten Fahnen wehen, sie versuchen natürlich Parteileute in Betrieben zu installieren, die renationalisiert wurden. Also es geht ja darum, dass man quasi ein Einparteiensystem nicht nur im parlamentarischen Bereich fixiert, sondern in allen darüber hinausgehenden Bereichen. Also es geht ja um eine, es geht ja letztendlich darum, dass man die Machtbasis der Partei stärkt. Also das ist ja der Zweck dieser Politik. Das ist ja auch bei Orban sehr gut zu sehen. Also es ist ja in vielen Bereichen nicht nur so, dass die Unternehmen verstaatlicht wurden, sondern gerade bei Infrastrukturprojekten wurden einfach Bauaufträge vergeben oder staatliche Verträge vergeben, ja, an ungarische Unternehmen, die natürlich Leuten gehören, die Orban nahestehen. Ja. Das ist natürlich eine Möglichkeit, sozusagen die eigene Machtbasis auszuweiten. Ja. Trotzdem, das Problem ist, langfristig kommt kein Geld mehr ins Land. Weil ich werde vermutlich, zumindest kein europäisches, die Chinesen kommen vielleicht. Ja. Die Frage sozusagen ist, gut. Und damit beantwortest du übrigens deine Frage, warum lässt man es ihm durchgehen? Tut man ja gar nicht. Man lässt halt die Märkte ihn abstrafen, weil man keine politische Handhabe gegen ihn hat. Ich meine, was soll man machen? Man kann sich darüber mokieren, man kann sagen, oh, das ist aber jetzt nicht eine Demokratie, so wie Schweden eine Demokratie ist. Mhm. Das ist jetzt kein demokratisches Vorbild und nicht Freedom of Speech, okay, in Ordnung, aber was soll man machen? Soll Brüssel Panzer schicken? Ja. Mit welcher Armee, mit welcher allgemeinen Unterstützung? Ich meine, de facto zeigt Orban etwas sehr Interessantes, nämlich, dass man letztendlich die Vorstellung aufgeben muss, dass sich Europa einheitlich politisch entwickelt. Also das war ja der große Traum der europäischen Einigung, war ja nicht nur, wir führen keine Kriege mehr miteinander, das war sozusagen der Minimalkonsens, aber darüber hinaus hat man sich ja auch gedacht, durch die Integration der Länder im Süden, also Spanien, Portugal, Griechenland, und durch die Osterweiterung, dass wir letztendlich alle einem bewährten, politisch und ökonomisch bewährten westeuropäischen Modell folgen werden. So. Im Sinne von, wir werden überall parlamentarische Demokratien haben, wir werden überall eine funktionierende Marktwirtschaft haben und mehr oder weniger ein Sozialstaat nach westeuropäischem Vorbild. Und die Osterweiterung hat letztendlich dazu geführt, dass man Länder integriert hat, die politisch ganz anders ticken. Und damit muss man sich halt jetzt auseinandersetzen. Das, ja. Vor allem, weil es gerade auf politischer Ebene ja keine Möglichkeit gibt, dem Einhalt zu gebieten. Wie denn? Also ich glaube, die europäische Politik ist ja auch etwas, was stark von Symbolen abhängig ist. Ja. Ich meine, man hat Orban kurz abgestraft. Ja. Orban, dass im EU-Parlament der Cohn-Bendit und sonst noch Leute gesagt haben, oh, du bist kein Demokrat. Das hat den Orban natürlich gar nicht gejuckt. Im Gegenteil, er hat darstellen können, wie er es den Böden Brüssel dann endlich mal zeigt. Ja. Also das hat natürlich nicht funktioniert, das Abstrafen im größeren Sinne. Was mich mehr wundert, ist, dass diese ganzen Vertragsverletzungsverfahren und so weiter nicht eingeleitet wurden. Meiner Ansicht nach hängt das natürlich auch schon daran, Orban ist ein Konservativer, die Konservative haben die Mehrheit im EU-Parlament und man beißt sich nicht gerne ins eigene Fleisch. Ja, vermutlich, ja. Insgesamt, ich glaube, ich würde dir zustimmen, dass wir auch die Hoffnung aufgeben müssen, dass sich Europa allgemein in die gleiche politische Richtung entwickelt. Ja. Ich glaube auch, dass Orban, und das hat sich in den letzten Jahren schon gezeigt, zu einem neuen Modell geworden ist. Und wir müssen wahrscheinlich osteuropäischen Staaten zugestehen, dass sie ihre eigene Art von Politik auch finden. Das Modell Orban ist zum Beispiel fast nahtlos übernommen worden in der Slowakei von Robert Fico mit seiner Alleinregierung. Es gibt immer mehr südosteuropäische Politiker, die auch meinen, ja, Renationalisierung ist ein richtiger Weg. Da lassen wir uns nicht reinreden. Das hat Orban, das muss man ihm zugestehen, geschafft, dass er diesen Gedanken, ja, wir
sind selber für unsere Wirtschaft verantwortlich und wir lassen uns nicht reinreden, ja. Den hat er auf die Tagesordnung gebracht. Ja. Das ist etwas, was inzwischen völlig über jegliche ideologischen Grenzen hinweg, also von Prag bis Bukarest, von verschiedensten Parteien, von verschiedensten Politikern als gutes Modell gesehen wird. Das heißt, die Frage ist, ist das überhaupt wünschenswert oder ist das ein sinnvoller Weg, dass man jetzt einfach sagt, gut Leute, wir haben es nicht geschafft, in den letzten 20 oder mehr Jahren bei euch eine schwedische Demokratie zu installieren, nämlich nicht nur was die Parteien und das Parlament betrifft, sondern die gesamte Verwaltung und so weiter. Ja, ja. Wir haben das nicht geschafft, also wenn ihr jetzt irgendeine andere Idee habt, ja. Dann lassen wir euch machen, ja. Mit allen Konsequenzen. Ja. Oder wir sagen, wir wollen das nicht und wir müssen aktiv dagegen vorgehen. Dass es Länder gibt, in denen halt die in der Europäischen Union Länder gibt, in denen Pressefreiheit halt nicht funktioniert. Ja. Ja. Was zum Beispiel Ungarn der Fall ist, jetzt nicht nur, weil es halt staatlich reglementiert ist, sondern auch, weil die gesamte Presse halt Leuten gehört, die mit Orban in die Schule gegangen sind. Mhm. Oder in die Uni oder sonst wohin. Mhm. Die Frage ist, haben wir als aufgeklärt demokratische Westeuropäer, ja. Oder Mitteleuropäer eigentlich eine Verpflichtung, hier einzugreifen und zu sagen, ja. Moment, ihr seid auf dem Holzweg, wir haben euch 1989, 1990 aus dem Kommunismus geholt und wir wollen euch jetzt warnen, bevor es wieder in die falsche Richtung geht. Oder begrüßen wir das und sagen, hey, das ist gar nicht so schlecht, die suchen sich ihr eigenes politisches Modell. Also ich meine, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass man diese Auswüchse über eine bestimmte Schwelle hinaus akzeptieren wird. Also Orban ist natürlich problematisch, aber ich denke, wenn zum Beispiel Sachen losgehen würden wie staatlich geleitetes Vorgehen gegen Minderheiten, puh, da weiß ich nicht, ob die Europäische Union noch Spaß besteht. Das weiß ich nicht. Das ist natürlich, die Frage bei Orban war ja jetzt auch die, Orban hat jetzt 48% oder 45% gemacht bei den Wahlen. Ja. Orban würde niemals eine Koalition mit den Linken eingehen. Niemals. Mm. Er würde lieber mit Pol Pot und Idi Amin koalieren. Mm. Ja. Das heißt, schafft Orban die Mehrheit beim nächsten Mal nicht mehr oder nicht die Zweidrittelmehrheit, koaliert er logischerweise mit der Jobbik. Richtig. Mit den Rechtsnationalen. So. Genau das gleiche Szenario hatten wir bei der Regierung Fico 1 in der Slowakei, als Fico, ein linker Sozialdemokrat, ein sozialdemokratischer Populist, nur damit er nicht mit den etablierten bürgerlichen Parteien koalieren muss, eine Koalition mit den slowakischen Nationalisten, mit der slowakischen Nationalpartei eingegangen ist, mhm. Die dann ganz klare Anti-Roma-Policies, Anti-Ungarn-Policies eingeführt haben. Ja. Das heißt, dieses Szenario ist wahrscheinlich und es ist möglich. Ja. Wenn Orban nächstes Mal nur 40% hat, braucht er einen Koalitionspartner. Ja. Und das ist die Jobbik. In Stein gemeißelt. Mm, Orban wird nie mit den Linken koaliert. Also, und die Jobbik wird dann anfangen, den Leuten, wie sie das jetzt schon macht, in manchen Gemeinden, die von ihr regiert werden, den Roma das Wasser abdrehen. Ja. So. Glaubst du nicht, dass, wenn wir jetzt schon Sachen akzeptieren, seien es jetzt mal wirtschaftliche oder Medienfreiheitsfragen, ja. Dass wir schon so abgestumpft sein werden in vier, fünf Jahren, dass ja. Wir sagen, na meine Güte, wir haben es jetzt schon akzeptiert, dass Orban sein Süppchen kocht, wir mischen uns nicht mehr ein. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, über die Zukunft zu reden, aber ich glaube, dass man über eine bestimmte Grenze nicht hinausgehen wird. Also, und ich glaube, dass es antizipiert wird von den politischen Akteuren, die dort tätig sind. Man darf ja nicht vergessen, dass diese Länder ja zu einem ganz, ganz großen Teil natürlich auch von Geldflüssen aus der Europäischen Union abhängen. Das heißt, man kann natürlich, wenn man will, kann man Druck ausüben. Wo ich das viel größere Problem sehe, ist, dass die Europäische Union für diese Staaten kein Programm hat. Das große Problem ist ja nicht, wir wüssten, wie man es besser macht und tun nichts dagegen, sondern de facto hat man mit Modellen gearbeitet, mit Entwicklungsmodellen gearbeitet, die viel zu einfach waren.
Also ich meine, diese Form von populistischer Politik, die geführt wird, ist ja letztendlich zurückzuführen auf ein sehr, sehr schlimmes und tragisches Versagen der europäischen Entwicklungspolitik. Man vergisst immer zu sagen, dass eigentlich das größte Entwicklungshilfeprogramm der Gegenwart die EU-Osterweiterung ist. Das ist viel, viel, viel größer, viel teurer, viel ambitionierter als alle anderen Entwicklungsprojekte auf der Welt zusammen. Da wurde einer Region mit mehreren Millionen Einwohnern ein ökonomisches und politisches System verpasst, das eigentlich zu den Strukturen dort, die man vorgefunden hat nach 1989, nicht wirklich, das zu diesen Strukturen nicht wirklich gepasst hat. Und das rächt sich. Aber glaube ich. Also das viel Schlimmere ist ja, also das Schlimme ist ja gar nicht, dass wir Orban zuschauen, sondern dass wir nicht wissen, wie wir damit zu tun gehen sollen. Weil wir kein ordentliches Alternativmuster haben, außer ihm zu sagen, oh ja, Minderheiten sind doch gut, tu die nicht hauen. Ja, ich glaube, also, ich glaube, du siehst das natürlich, ich stimme dir komplett zu, was das betrifft, dass die Osterweiterung verhunzt wurde, nicht aus den Gründen, die hier eben bei uns genannt werden in Österreich, dass es also teuer ist. Tatsache ist, es ist der Versuch, Osteuropa ein westliches Politikmodell aufzustülpen, ist gescheitert. Nicht überall. Also es gibt Erfolgsstories wie Estland oder Polen. Ja, genau, so, genau. Ja. Estland, Polen, ja. Wollte ich gerade sagen, also Baltikum und Polen kann man mal rausnehmen. Aber im Prinzip sprechen wir, und dazu würde ich auch stehen, sprechen wir de facto in Südosteuropa von einer ganzen Reihe von Failed States. Ja. Wenn ich mir jetzt Verwaltung und Politik ansehe, ich meine, die rumänische Nachrichten, ein rumänischer Nachrichtenüberblick besteht eigentlich nur noch aus Korruptionsfällen. Mhm. Ungarn ist zu einer Neuauflage des Horthy-Regimes geworden. Slowenien ist vom Musterland jetzt innerhalb von eineinhalb Jahren wieder zu einem ganz klassischen Balkanland geworden. Und Kroatien steht vom Staatsbankrott. Richtig, ja. Und zwar eigentlich schon im Staatsbankrott. Ich meine, die seit letzter Woche fährt die kroatische Staatsbahn nicht mehr nach Osijek, weil sie kein Geld haben. Ja. Und wir sind de facto in Osteuropa. Also die Europäische Union ist in Osteuropa politisch gescheitert. Ja. Es ist am Ende. Und die Frage ist, was haben wir falsch gemacht, beziehungsweise kann man das Ruder noch rumreißen, soll man das Ruder noch rumreißen, oder können wir darauf hoffen, dass die Leute irgendwann, nachdem sie diese ganzen Wahnsinnigen gewählt haben, Orban und Co., dass sie irgendwann in 10 Jahren draufkommen, das ist auch doch nicht so optimal, wir installieren ganz von selber wieder eine westliche Demokratie. Ich würde ja sagen, dass es, also ich hoffe ja, dass es eine Art von so evolutionärem Prozess gibt in der Entwicklung politischer Systeme, dass man so etwas de facto immer haben muss, wie am Anfang steht ein korruptes System. Es gibt Länder, in denen das anders gelaufen ist, also es gibt, also klassischerweise nennt man da immer Deutschland, die hatten einen Rechtsstaat, bevor sie Demokratie hatten. Und die Demokratie wurde hineingepflanzt in ein bürokratisches System, das sehr, sehr rational war. So, diesen Vorteil haben die Osteuropäer nicht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das ist auch nicht so schlimm, weil die klassischen Beispiele waren anders. Die klassischen Beispiele Großbritannien, USA, das waren Länder, in denen die Demokratie angefangen hat, sich abzuspielen in einem System, das höchst korrupt war. Also diese Beschreibung der amerikanischen Demokratie am Ende des 19. Jahrhunderts erinnert sehr an osteuropäische Verhältnisse. Lokale politische Bosse, die ganze Regionen unter ihrer Knechtschaft haben. Ja, in allen Belangen, in allen Belangen. Ja, die über Jobs verfügen, und zwar als einzige Jobs vergeben können. Die gesamte Bürokratie unter ihrer Kontrolle haben, den gesamten lokalen Parteiapparat unter ihrer Kontrolle haben, die Presse unter ihrer Kontrolle haben und mit der Mafia zusammenarbeiten. Das ist
Das ist die Beschreibung, jedenfalls die Beschreibung der amerikanischen Zeitgenossen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Und was ist daraus entstanden? Es ist daraus entstanden ein sehr, sehr stabiles politisches System. Und zwar genau deswegen, das hatten wir vorhin schon besprochen, weil es Pfründe gab. Weil es eine Möglichkeit gab, durch Politik Geld zu machen. Deshalb sind Leute politischen Parteien beigetreten, deshalb haben sie für politische Parteien gearbeitet. Und warum sollte das in Osteuropa nicht auch so laufen? Also betrachten wir Osteuropa mit all seinen Problemen und all seiner korrupten Politik nicht viel zu sehr aus einer, sagen wir mal, österreichisch-deutschen Erfahrung, wo man eigentlich Demokratie nachgelagert hat. Also wo man zuerst mal, wo man eh schon einen funktionierenden Staat hatte, einen funktionierenden Staatsapparat hatte und dann ihn noch verfeinert und verschönert hat um den schönen Aspekt der parlamentarischen Demokratie. Und ist das nicht einfach ein total außergewöhnliche, ist das nicht eine total außergewöhnliche Geschichte? Ich glaube, dass die Analogie zur amerikanischen Politik hätte sicher gestimmt, bis vor 4-5 Jahren. Mhm. Sprich, du hast ein total korruptes System, in dem es Sinn macht, eine Partei zu gründen. Diese Partei ist dazu da, um mich und meine Familie und meine Freunde mit Posten und Geld zu versorgen und Aufträgen. Von denen lebe ich und daraus entwickelt sich dann irgendwann einmal ein sauberes und ordentliches politisches System. Passt. Hätte ich auch so gesagt. Ja? Ja. Hätte ich zum Beispiel bis vor 4 Jahren in den meisten osteuropäischen Ländern gesagt. Ja. Und dann kommt der große Bruch. Weil die Figur Orban zum Beispiel, aber genauso wie die Figur Fico oder auch alle anderen Startup-Politiker. Wer ist der neue serbische Premierminister? Vucic. Ja? Der entwickelt sich ja auch in die Richtung. Ja, aber genau. Aber der Punkt ist für mich einfach der, wir hatten diese korrupten Systeme, wir hatten die Parteien, die ursprünglich nur dazu da waren, um Pfründe zu sichern und die sich jetzt dann schon langsam aber sicher in ideologische Parteien umgewandelt haben, was ja für mich ein positiver Prozess ist. Eigentlich schon, ja. Wenn sich eine Partei tatsächlich zu einer sozialdemokratischen, einer christdemokratischen und so weiter entwickelt und nicht nur ein Vehikel dafür da ist, das dazu da ist, um Pfründe sich zu sichern, ist es ein positiver Prozess. Und dann kam aber der große Bruch. Dann kommen nämlich plötzlich so Typen wie der Orban daher, oder Vucic in Serbien, oder Fico in der Slowakei, oder jetzt Andrej Babiš in Tschechien, obwohl er dort noch nicht so mächtig ist, die jetzt einfach mit dieser Korruptionsmüdigkeit, mit diesem wir wollen was anderes spielen und da jetzt plötzlich eine sehr, sehr, sehr weite Machtbasis haben, die jetzt plötzlich extrem mächtig werden, zu mächtig für diese Systeme. Also diese Zweidrittelmehrheiten, diese absoluten Mehrheiten und so weiter, ja, die passen jetzt nicht mehr in dieses Erklärungsmodell rein. Ja. Weil das würde ja eigentlich, in dem Modell der Amerikaner würde es ja heißen, gut, die korrupten Parteien entwickeln sich zu normalen Parteien und irgendwann wird aus der Pfründeverteilung ein normaler politischer Prozess, wo ich halt anfange über Dinge zu diskutieren, wo es jetzt nicht nur darum geht, wer welchen Autobahnbauauftrag bekommt. Ja. Gut, und diesen Prozess habe ich jetzt aber plötzlich unterbrochen. Und dieser Prozess wurde unterbrochen durch Leute, die eben gesagt haben, ja, ungarisches Beispiel, ihr wurdet die letzten Jahre von den Roten ausgeraubt, wählt mich, ich mache Ungarn wieder groß, ich hole uns alle Länder rein zurück, oder ich fahre eine nationale Politik. Ja, aber ich verstehe nicht, warum du so pessimistisch bist. Ich meine, solange man kein totalitäres System dort aufbaut, und das will man nicht aufbauen, und wenn ich das vielleicht noch einwerfen darf, kann man auch gar nicht aufbauen, weil man dafür die Mittel gar nicht hat. So, aber das nur nebenbei. Wenn man kein totalitäres System hat und sehr große Parteien, in denen es viel zu holen gibt, dann ist doch der nächste logische Schritt parteiinterne Kämpfe um die Verteilung der Pfründe. Abspaltungen, interne, wie nennt man das, Lagerbildung, das heißt ein Erosionsprozess von innen. Ich meine, wäre das nicht der nächste logische Schritt? Ich meine, du tust so, als ob aus diesen zwei Drittel Mehrheiten dann irgendwann mal tatsächlich totalitäre Systeme mit Umerziehungslagern werden. Und das sehe ich nicht. Also ich sehe die Tendenz dorthin gar nicht. Das ist natürlich das optimistische Szenario, das ich auch schon oft, über das ich auch schon oft nachgedacht habe, ist natürlich das, kein Problem, der Orban hat jetzt die Zweidrittelmehrheit, irgendwann gehen die Pfründe aus
Dann wird es irgendeine, gibt es mal einen Generalstreik, zwei, drei Leute von seiner Partei spalten sich ab, machen eine neue konservative Partei und dann geht alles wieder die gewohnten Bahnen. Ich bin da nicht so optimistisch wie du. Ich glaube, dass dieses Szenario, das hatten wir ja alles schon. Das hatten wir alles schon Anfang 2000er, als sich die ganzen Parteien, die sich Anfang der 90er gegründet haben, dort wieder aufgespalten haben und. Wir haben es außerdem mit etwas ganz Neuem zu tun. Die Leute wollen auch überhaupt, also die interessieren sich auch viel weniger für die politischen Vorgänge abseits sozusagen einer groben Staatspolitik, wie es in Ungarn ist. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Politikmüdigkeit, auch sinkende Wahlbeteiligung in diesen Ländern, ja, wo ich ja sagen würde, in den 90ern und 2000er Jahren, ja, da waren die Leute ja jetzt, ich sehe das, das ist jetzt wertfrei, da waren sie ja engagiert, da sind zu Parteien gegangen, aus welchen Gründen auch immer, haben an Wahlkämpfen teilgenommen und. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo sie einfach gesagt haben, ja, ich will nicht mehr, die sind alle korrupt, das ist alles das Gleiche, also wähle ich jetzt einfach einen Typen, der einfach das alles unter Kontrolle bringt, der dafür sorgt, dass wir halbwegs stabil funktionieren. Ja, ja, de facto wähle ich mir ja nicht mehr einen obersten Politiker, ich wähle mir einen obersten Verwaltungsbeamten. Ich meine, das ist das russische Szenario, oder? Ich meine, das war doch. Aber ich glaube nicht, dass Mittel- und Osteuropa so funktionieren wie Russland. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund: Sie wollen nicht wie Russland sein. Also ich glaube, Ungarn, Tschechien, die Slowakei, der gesamte Balkan, die sind in ihrer politischen Denkart extrem hin zum Westen orientiert. Du wirst in keinem osteuropäischen Land eine ernsthafte politische Strömung haben, die wirklich ein totalitäres Regime aufbauen will. Ich glaube nicht das, totalitär. Ich glaube, dass du heutzutage gar kein totalitäres Regime aufbauen musst, um langfristig an der Macht zu bleiben. Totalitäres Regime würde ja bedeuten, dass du, keine Ahnung, willst, dass in der Früh die Kindergartenkinder den Fahneneid leisten und alle in Uniform rumlaufen. Ich glaube, das ist gar nicht notwendig. Ich glaube, wo wir hingehen in Ländern wie Ungarn ist, dass wir eine Staatspartei haben, eben wie in Russland, weil Russland ist ja auch kein totalitäres Regime. Und sie wollen ja auch im klassischen Sinne, ja. Und es gibt auch nicht das Interesse, ein totalitäres Regime aufzubauen. Ne? Da macht ja auch heutzutage keiner mit, weil Leute viel zu faul sind. Das heißt, das glaube ich, also man akzeptiert, oder die politischen Akteure akzeptieren, dass sie nur einen Teil des Lebens der Gesellschaft unter Kontrolle bringen können. Sie haben kein Interesse daran, dich zu zwingen, zu bestimmten Kulturveranstaltungen zu gehen oder bestimmte Maler gut zu finden. Das ist ihnen völlig Bovidel. Du kannst machen, was du willst. Ja? Aber ich glaube, dass es dahin geht, dass Staatsparteien installiert werden, die natürlich sich irgendeinen Mangel jeglicher Ideologie, sich natürlich an eine nationale Staatsideologie aufhängen müssen. Ja. Ja, oder halt ganz in seltenen Fällen halt vielleicht irgendeinen leichten Linkspopulismus fahren. Aber meistens ist es national geprägt. Und diese Staatsparteien einfach so stark und so mächtig genug werden, dass sie wirklich auf lange Zeit da bleiben, dass sie auf lange Zeit das Land oder die Teile, die sie unter Kontrolle halten können, unter Kontrolle halten und jegliche Art von Politik langfristig ausschalten. Und das sehe ich in Ungarn zum Beispiel ganz klar kommen. Da geht es einfach darum, das Land wird unter Kontrolle gebracht. Die Medien werden jetzt nicht, da wird nicht groß was verboten, die gehören halt nun mal einfach, da werden die Frequenzen an Freunde vergeben. Die ausländischen Unternehmen werden mehr oder weniger rausgedrängt und im Endeffekt hast du eine Staatspartei, die so auch die nächsten 30 Jahre regieren kann. Ich glaube nicht, dass das in Osteuropa funktioniert. Also wenn ich Osteuropa sage, meine ich Osteuropa minus Russland, weil für mich Russland doch halt wirklich ein Extrafall ist. Und zwar deshalb, weil diese Form von, sagen wir mal, Autarkie, diese Form, also diese Vorstellung einer isolationistischen Wirtschaftspolitik und einer isolationistischen Form Innenpolitik zu betreiben, das können sich Länder wie Ungarn oder Polen oder Bosnien oder Lettland nicht leisten, weil sie zu klein sind, zu rohstoffarm sind, zu abhängig sind von internationalen Investitionen, zu abhängig sind von Geldflüssen aus Brüssel. Ich glaube, dass diese Form von ist mir alles wurscht, was der Westen sagt, ich glaube, das
können sich Länder wie Ungarn nicht leisten. Ich glaube, es geht nicht um eine klassische isolationistische Politik. Mhm. Es geht nicht darum, dass sie das Albanien von Enver Hoxha ja wieder auferstehen lassen wollen, wo wir die Straßen an der Grenze enden lassen. Ich glaube, dass es darum geht, einfach sie akzeptieren, dass es gewisse Bereiche gibt, die sie nicht kontrollieren können. Sie wollen auch keine Isolation. Die Wirtschaft soll ja normal weiter funktionieren. Aber die Teile, die sie kontrollieren können, versuchen sie unter Kontrolle zu bringen. Bringen sie auch unter Kontrolle. Ja. Gleichzeitig läuft aber im Großteil des Lebens Business as usual. Mhm. Das heißt, du musst kein fides Mitglied sein, um zu studieren. Ja. Wie du richtig gesagt hast, wie wir vorher gesagt haben, die Verwaltung funktioniert mehr oder weniger. Natürlich, wenn du ein fides Mitglied bist, hast du es vielleicht ein bisschen einfacher da oder dort. Aber in Wirklichkeit kannst du de facto völlig politiklos leben. Ja. Und ich glaube, das ist auch das Interesse im Endeffekt. Es macht nichts. Es sollen nur 20% der Leute zur Wahl gehen, die wählen dann alle Fidesz. Und alle anderen interessieren sich nicht für Politik. Ja, ich meine, es ist natürlich, da hast du vollkommen recht, es ist unfair oder zumindest unterkomplex, das totalitär zu nennen. Aber es erinnert, ich meine, und trotzdem erinnert das an Beispiele, die gut ausgegangen sind. Japan zum Beispiel. Also sozusagen ein politisches System mit einer unglaublich starken Partei, die immer bei allen Wahlen gewinnt, meistens mit riesigen Mehrheiten und trotzdem nicht dazu geführt hat, dass man zu einem Einparteienstaat wurde. Also ich meine, das ist ja ein interessantes Szenario, oder? Dass man so etwas hat wie Länder mit sehr, sehr starken Staatsparteien, wenn man so will, aber die sich nicht zu Diktaturen entwickeln. Ich meine, es ist halt die Frage, ob diese Länder diesem Muster folgen können. Oder, ich meine, überleg mal, Deutschland in der Nachkriegszeit. Ja, aber wie viel Biden? 15 Jahre CDU. Du hast bei beiden Beispielen, Japan und Deutschland, hast du den großen Unterschied, dass das Land besetzt ist von Leuten, die darauf aufpassen, dass es nicht so schlimm ausgeht. Abgesehen davon würde ich mal sagen, die Meinungsbildung in Bayern der 50er Jahre ist ein nicht wünschenswertes Szenario. Das ist wahr. Also ich sag mal so, Trotz, auch wenn es gut ausgegangen ist, 50 Jahre später, ja. Aber ich würde mal sagen, bis Anfang der 80er Jahre ist auch Bayern ein abschreckendes Beispiel und Ähnliches. Und wie gesagt, ja, ich glaube, dass einfach, dass wir momentan das Problem haben, gerade in Osteuropa, dass diese westliche Demokratie oder diese, sagen wir nicht westliche Demokratie, dieses europäische Demokratiemodell oder die Idealvorstellung deutscher Parlamentarismus, dass das einfach total in Misskredit geraten ist. Und zwar nicht nur bei den ewig gestrigen Spinnern von irgendeiner Jobbik oder von irgendeiner nationalen Wiedererweckungsfront von Bulgarien oder Schismitos, sondern in der gesellschaftlichen Mitte. Ja, ja. Und das ist einfach ein riesiges Problem, finde ich, weil die Wahnsinnigen, die für ihr Land den halben Balkan beanspruchen und darüber hinaus, die haben sowieso keine wirkliche Bedeutung. Also in einem Ordnungssystem sind die weg. Aber das Problem ist, dass die gesellschaftliche Mitte inzwischen der Meinung ist, das funktioniert nicht. Mhm. Das funktioniert nicht. Und da wird nur gestritten im Parlament. Das heißt, wir müssen einfach einen so stark machen, dass er das Land regiert, zumindest stabil hält. Ja. Und der hat natürlich dann daraus den Benefit, dass er sich das Land dann sozusagen untertan machen kann und seine Pründe rausholt, in eng begrenztem Rahmen. Wie gesagt, ich würde davon sprechen, da sind wir kilometerweit von totalitären Systemen entfernt. Diese Parteien sind auch gar nicht imstande, ein totalitäres System. Ich meine, ganz ehrlich, wie soll denn ein ungarisches totalitäres System heute aussehen? Ja? Ich meine, da musst du auf irgendwas stolz sein als Land und die Ungarn, Nein, aber jetzt nicht nur das, sondern ich meine, man braucht dafür halt einfach auch Unterstützung in der Bevölkerung. Also, und das ist, glaube ich, wirklich nicht gegeben. Also, ich glaube, die Leute wollen das nicht. Nein, also, ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass wir die Gefahr haben, dass Ungarn ein totalitärer Staat wird. Abgesehen davon, dass das ja komplett lächerlich ist. Ja. Ja. Auf wie willst du das da machen? Aber ich glaube einfach,
dass diese politische Ermüdung der Leute, diese Korruptionsgeschichten in den letzten 20 Jahren einfach dazu geführt haben, dass sie sagen, bitte, ich will einfach irgendjemanden, der das Ding halt stabil führt, und der kriegt halt eine absolute Mehrheit, und dann soll er machen, was er will. Und genau das wird ja auch dann geliefert. Ja. Und das Problem ist aber nur, dass diese Leute dann, um ihre Wähler bei der Stange zu halten, weil ja natürlich ihre Parteien genauso korrupt sind wie alle anderen davor, dann plötzlich anfangen, so ganz, ganz, ganz freakige Sachen rauszuholen. Ja. Mhm. Die fangen dann an, so Horthy-Denkmäler zu bauen. Ja. Die fangen dann an, der Parlamentspräsident in Ungarn hat jetzt irgendwas davon gefaselt, dass, weil bei dieser Wahl zum ersten Mal Auslandsungarn mitstimmen konnten, die ungarische Regierung jetzt nicht nur der ungarische Staat, sondern die gesamte ungarische Nation vertritt. Und die ungarische Nation ist ein grenzenloses Gebilde, das auch irgendwie, und daher sind auch die Teile der Nachbarstaaten, die in Ungarn wohnen, Teile von Ungarn. Das ist einfach ganz, ganz harter Tobak. Ja, das stimmt. Und das sagt nicht irgendein rechter Spinner, sondern das sagt ein Parlamentspräsident. Die ja rechte Spinner auch sein können. Die können auch rechte Spinner sein, aber ich glaube schon, dass wir in einem Land, das der Europäischen Union angehört, durchaus verlangen können, dass die nicht total abgedriftete Spinner sind, die der Parlamentspräsidenten sind. Und ich habe da, meine Perspektive ist da eben sehr pessimistisch, weil das Problem ist, es schaukelt sich ja auch auf. Wenn ich in Ungarn plötzlich davon rede, dass die ungarische Nation bis nach Thessaloniki unten reicht, dann wird es irgendwann mal werden die Serben irgendwann mal was Ähnliches sagen, und die Kroaten auch. Natürlich wird es dann zu keinem Krieg kommen oder so, das möchte ich in keinster Weise sagen, aber das führt einfach dazu, dass ich in jedem dieser Länder langfristig jemand, der so eine Politik betreibt, halten kann. Ja, also ich kann nur sagen, wir werden es sehen, aber ich teile dieses pessimistische Szenario nicht, einfach aufgrund der unglaublichen politischen Vernetztheit dieser Staaten. Also wie gesagt, du kannst einfach so eine Politik fahren, wenn du Russland bist, aber du kannst so eine Politik nicht fahren, wenn du Lettland bist. Das stimmt. Also glaube ich persönlich. Aber gut, wir werden sehen. Und ich weiß nicht, ich würde mal vorschlagen, wir treffen uns einfach nächstes Wochenende und reden entweder weiter oder wir suchen uns ein neues Thema, oder? Würde ich auf jeden Fall machen. Ja, okay. Na, in diesem Sinne, hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ebenso. Guten Abend. Ja, bis später.